schönen guten Abend. Zwei Tage geht's noch bei Olympia und dann haben wir uns gedacht, da machen wir natürlich mit. Olympisch wollen wir heute kochen mit einer ganz wunderbaren Mannschaft. Der jüngste Drei-Sterne-Koch der Schweiz wird unter anderem bei uns sein. Und hier sind sie. Hier sind zunächst mal Lea Linster, Ali Güngermüß, Andreas Caminada, Alfons Schubeck und Cornelia Poletto. Alles gut? Natürlich. Danke, mein Lieber. Alles gut? Danke. Ja, ja, alles bestens. Freut mich sehr. Herzlich willkommen. Oh. Servus. Servus, gut. Was machst du jetzt was mit deinen Armen? Was denn? Nein. Training oder was? Nein, ich mach so ein bisschen Sport, mach ich aber immer. Okay. Nein. Nein, nein, alles gut. Alles gut, ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ist das hier dieser berühmte Teig, über den wir später noch sprechen werden, Cornelia? Der ist es. Ja? Ja. Der beschwert wird, damit er nicht aufgeht. Der wird sozusagen blind gebacken. Okay, freue mich sehr drauf. Begrüßen zunächst mal ganz, ganz herzlich einen neuen Kollegen in unserer Runde, Andreas Caminada aus der Schweiz. Andreas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wirklich, ja. Und für Andreas, ich weiß nicht, ob man dir das gesagt hat, und ich weiß nicht, ob das jetzt, wie soll man sagen, unbedingt nett gemeint war. Du musst gleich oder darfst gleich neben Alfons Schubeck kochen zu deiner Premiere. Das kann ein harter Abend werden für dich. Ja, ich hab schon ein bisschen Bammel. Hast du ein bisschen Bammel, ja, ne? Ja. Und muss man aber sagen, ihr kennt euch wahrscheinlich, oder? So als... Hast du vorher schon von ihm gehört? Wir haben uns schon gekannt, obwohl wir uns noch gar nicht gekannt haben. Also über die... Das ist ein bisschen eine höhere Ebene jetzt. Das ist jetzt er, ne? So. Ja. Ja, du auch, du bist ja auch dabei. Also was mit Lesen meinst du jetzt und so? Ja, ja. Ja. Weil Andreas nämlich der jüngste Drei-Sterne-Koch der Schweiz immer noch ist. Mit wie vielen Jahren? Also ich habe so 2 Jahre erhalten, da war ich 33. Wow. Und doch. Respekt. Danke. Respekt. Danke. Respekt. Ja, und ganz nebenbei, Alfons natürlich auch, mit Blick auf Ali, natürlich auch eine rein optische Konkurrenz, oder? Was sagen die Damen im Publikum? Das ist ein sehr gut aussehender Mann, der heute hier bei uns ist. Ja? Wunderbar. Also, Andreas, fühl dich wohl. Herzlich willkommen. Mhm. Wir freuen uns sehr auf das, was du machst. Aber bevor wir gleich vorne bei Lea Linster anfangen, zunächst mal die Frage an Alfons Schubeck. Du hast ein wunderschönes Fleisch hier und wirst es gleich grillen. Also wir haben ja Barbecue heute. Ja, du hast Barbecue. Ach so, warum machen die anderen was anders? Die machen was anders, ja. Okay, okay. Ja, wir haben gedacht, es bringt mehr Abwechslung in die Sendung. Gut eingelesen, wenn alle was anderes machen. Also auf alle Fälle ist es ja immer so, ich habe das Thema Australien. Ja. In Australien gibt es ungefähr 25 Millionen Rinder, ein paar Emus und ein paar Strauße laufen da noch rum. Und dann habe ich gedacht, ich mache so eine kleine Platte mit einem tollen Steak. Ja. Jetzt, wenn man dieses Steak anschaut, dieses Fleisch, dann möchte man glauben, sowas gibt es nur in Australien. Das ist aber nicht so. Dieses Fleisch kommt aus Deutschland und ist pommersches Rind. Schau mal, das siehst du mal, was für eine tolle Ware das ist. Das ist so schön marmoriert, ne? Das ist es, ja. Sowas gibt es auch in der Schweiz, ne? Aber ja, ja. Weißt du, man muss nicht immer in den Kontinent, was weiß ich, 10.000 Kilometer fliegen, um gute Ware zu bekommen. Man muss erst einmal schauen, ob es in Deutschland nicht auch so eine tolle Ware gibt. Und dann kann man, wenn man das wirklich nicht, aber das ist doch ein unglaublich schönes Fleisch. Ja, Wahnsinn. Und dann macht es richtig Spaß zu arbeiten. Und wenn du das anschaust, sagen wir, das ist der Strauß, ja, der hat ja gar kein Fett. Und den musst du unglaublich vorsichtig braten. Das ist Straußenfleisch, ja? Ja, genau. Den musst du unglaublich vorsichtig braten, sonst ist der hart wie Leder. Also geht der nur zack, zack, ein bisschen ziehen lassen und dann sofort raus. Nur zack, zack, ein bisschen ziehen und das, lassen. Und das braten wir an. Wie gibt man diesem Tier das gute Gefühl, dass es nicht also umsonst gestorben ist? Ich gebe jetzt hier keinen Pfeffer drauf, weil Pfeffer wird ja verbrennen um dieser Stoff Piperin. Du kannst jetzt ein bisschen Salz draufgeben, weil man es ja machst sofort... Machst du Salz vorher drauf? Das kannst du, wenn es das gleich anbrätst. Aber wenn du jetzt das würzt und lässt es eine Stunde stehen, hast du hier eine Wasserlake, weil Salz zieht die Flüssigkeit raus. Genau, ja? Aber sag mal, jetzt... Frage auch an euch alle hier in der Runde. Wie grillt ihr, wenn ihr jetzt mal mit Freunden einen entspannten Sonntagnachmittag macht, wie grillt ihr Fleisch? Weil jeder macht es, glaube ich, anders. Wie macht ihr das, Ali? Also ich tue zum Beispiel Fleisch überhaupt gar nicht marinieren. Manche tun marinieren, ich mache das nicht. Ich will eigentlich, dass das Fleisch nach seinem eigenen Geschmack beibehält. Ich tue nur ganz kurz einölen. Ne? Und dann was nimmst du da? Olivenöl? Kannst du mal Olivenöl, kannst du Pflanzenöl nehmen oder so ein Maiskeimöl nehmen. Ganz kurz
einpinseln am besten und dann auf die Grillfläche legen und fertig. Ich bin nicht so der Freund, der von viel irgendwie über 2-3 Tage marinieren und dann nochmal. Okay. Aber wie schaffst du es, dass es so schön saftig bleibt und so weiter? Es gibt auch immer die Leute, die immer noch behaupten, Fleisch hat ja Poren und dann fließt der Saft daraus. Fleisch hat Poren, aber Fleisch nicht. Fleisch hat eben keine Poren. Aber wie hältst du es schön saftig? Ja, indem du, also beim Grill ist es so, musst du eigentlich einmal eine heiße Fläche haben und einmal eine Fläche haben, wo du es ruhen lässt. Also also Holzkohle oder Grillkohle sozusagen einmal nach links und da scharf anbraten. Kann das auch mein Grill von der Tanke, mit dem ich da... Mit was grillst du? Elektrogrill? Nein, mit dem Grill von der Tanke grill ich. Ich schaff's gerne auch mal. Wenn du's kannst, übrigens sehr gerne mit deinen türkischen Landsleuten in Köln. Ja? In Köln, ne? Das im macht Park riesen Spaß. Oder? Ja, hatte ich neulich ein schönes Erlebnis. Da kam das Ordnungsamt. Da war nämlich Grillen verboten. Und ein türkischer Kollege, Ali, ich muss dir die Geschichte erzählen, sieht die kommen, macht sofort den Grill aus, aber die Würstchen und alles lagen da schon und waren auch sehr heiß. Und der Ordnungsamtsmensch geht hin und sagt, haben Sie hier gegrillt? Nein, ich habe hier nicht gegrillt. Fasst das Würstchen an und sagt, es ist aber noch heiß. Sagt er, die Sonne ist heute sehr warm. Das ist wirklich wahr. Herrliche Geschichte. Grüß dich. War dabei. Er hat am Ende auf jeden Fall keine Strafe bezahlt. Aber gut gekonnt. Ja, sensationell. Ja, Markus, so gelacht. Ich gebe hier so viel Fett in die Pfanne, dass wenn du es umdrehst, dass fast nichts rauskommt. Okay. Und je mehr Fett du in der Pfanne gibst, umso weniger schön wird der Bratgeschmack. Ja. Weil nur bei ganz wenig Fett. Okay. Und wenn du es auf den Grill legst, hast du ja gar kein Fett. Ja, eben. Ja. Und wie gesagt, man könnte es jetzt salzen, dann kannst du ein bisschen Salz drüber geben, normales Salz. Hast aber du schon die Hitze jetzt, die du brauchst? Wenn du jetzt mit der Hand drüber langst, dann lange mal drüber. Lange mal drüber, so auf 10 cm. Und jetzt hast du das Gefühl, nach 5 Sekunden, jetzt wird es doch ganz schön warm. Ja. Jetzt gehen wir ein bisschen rauf. Okay. Pfeift ein bisschen da. Ja, und dann geht's los. Und dann lege ich es rein, mache es auf beiden Seiten und gebe es dann bei 120, je nachdem, wie viel Zeit das man hat. In den Ofen. Und wie lange brätst du? Und dreht es alle 5 Minuten um, damit die Flüssigkeit immer gleich sich verteilt. Und wie lange brätst du es an? Ja, bis einfach schön braun ist. Wenn man so eine Minute. Minute, zack, zack, insgesamt. Ja gut, das muss man ja einmal wissen. Also, wichtiger kleiner Grundkurs in Sachen Grillen. Andreas, zu dir kommen wir gleich und wir begrüßen zunächst mal mit einem donnernden Applaus die Sonnenblume aus Luxemburg. Lea Linster, schön, dass du bei uns bist, Lea. Wir haben ja gesagt heute, wir haben ja heute ein schönes Motto, olympisch kochen. Ja. 5 olympische Ringe, gewissermaßen stellvertretend für 5 Kontinente und irgendwie auch nicht, weil das alles eine große Einheit sein soll. Was machst du uns heute? Ich mache afrikanisch. Afrikanisch. Und machst uns? Ich mache ein Tabouleh, also mit Couscous, so ein Couscous-Salat. Tabouleh und Hummus? Ja, ich versuche mal. Hier, jetzt mit den Kichererbsen. Erklär uns einmal, was das ist. Also Tabouleh, was ist das genau? Ein Tabouleh ist ein Couscous, der kalt serviert wird. Und der ist schön gewürzt. Also ich mache hier jetzt... Aber der wird gegart irgendwie vorher, oder? Der wird vorher gegart. Ich mache hier, also 1:2 macht man das. 250 Gramm Couscous haben wir hier und 500 Gramm... 500 Gramm oder ein halber Liter Wasser. Und damit das aber ein Was ist das da drin, was ich da sehe? Ist das Knoblauch? Ja, ein bisschen Knoblauch. Kann man da noch von einem Hauch von Knoblauch sprechen, wenn ich mir diese Menge hier anschaue? Ja. Ja? Hast du Knoblauch nicht gern? Doch, sehr. Ja. Aber meine Frau sieht das anders. Ja, also man schläft gut. Man schläft zwar allein, aber man schläft gut mit Knoblauch. Ja. Man schläft länger. Ja. Man schläft länger. Ja. Siehst du, jetzt fische ich das raus. Also so ein typisches Junggesellenessen, das wir heute hier machen, ja? Nein. Ich fische ja den Knoblauch wieder raus. So ist da nur der Geschmack ein bisschen da drin. Ja. Und sonst gar nichts, verstehst du? Ja, sonst gar nichts. Nee, ist richtig. Aber es riecht gut, gell? Der Geruch ist jetzt weg. Ja. Riecht eigentlich mir jetzt nach Thymian. Riecht mir nach Thymian, komm. Ja, Thymian ist übrigens herrlich, ne? Thymian? Ja, Thymian tut allen gut. Und das, also damit machst du nichts falsch. Und auch wenn du grillst, vorher machen wir schön mit Thymian. Steht dir. Findest du? Ja. Merci. Ja. Du kannst also ich bin der Fahnenträger heute hier. Ja. So, und dann machst du hier das... So, und dann mache ich das extra, was ich mache bei meinem Couscous. Ich mache da ist normalerweise Petersilie und Minze drunter. Und ich mache Basilikum und Koriander und ein bisschen Zitrusfrüchte. So, und Hummus? Und Hummus, da nehme ich diese Kichererbsen, die sind schön weich gegart. Mhm. Und die mache ich nachher nur durch den Mixer mit geröstetem Sesam, ein bisschen Öl, dann Kurkuma, Kreuzkümmel und Piment d'Espelette.
damit das dann, weißt du, da muss ja ein bisschen Schärfe da rein. Absolut. Ja, damit die richtig schön losgehen. Also das hier ist ein Athletenessen par excellence. Sag mal, diese Menge an Kichererbsen, wenn man die zu sich nimmt. Ja. Es gibt Momente, da... Dann fischst du länger. Ja, da sagt Horst Lichter, sagt immer, da fliegst du hinterher mit Eigenantrieb nach Hause. Ist das auch so? Ja, nein, das sind Bohnen. Ja, aber was ist damit? Also Kichererbsen sind sehr gut und auch lustig, denn sonst würden sie so nicht heißen. Ja. Und das tut einem sehr gut und sind kalorienarm. Das stimmt. Also da müssen wir aufpassen. Ne? Das ist gutes Zeug, ne? Sehr gutes Zeug. Lea, wir freuen uns drauf. Sehr, Nordafrika, ne? Hier reden wir hier natürlich, oder? Oder? Ja, natürlich. Couscous. Ja. Afrika ist so groß, dass ich mich für eine... Die afrikanische Küche gibt es natürlich ja so gar nicht. Eine libanesische Vorspeise, ein Salat aus Libanon. Aha. Das ist, und beim Hummus ist es so, der Araber spricht nicht Hummus, sondern Hummus aus. Und dann kommt auch ganz wichtig ist da die Tahin, das ist eine Sesampaste, das ist ganz wichtig. Die kommt da rein. Genau, die muss rein. So, und das ist das, was du hier erzeugst? Ich mache, wir haben hier keine Sesampaste, aber da habe ich mal einen Sesam schön geröstet und den mixen wir dann schön mit. Dann kriegt das einen extra Effekt. Ja, und Sesam, also immer nur geröstet Sesam, sonst hat das keinen Geschmack. Noch mal so einmal, kostet das mal, ist nicht heiß, ich habe es vorher. Sesam ist super. Aber nur geröstet, denn sonst hat das sehr wenig Geschmack, gell? Ja, Sesam, ein Traum. Ja. Ganz. Und das ist sehr gesund für Männer, sage ich jetzt für Männer? Mal so. Ist das so? Ja, ich sag das mal so. Ja. Okay. Also, dann bedanken wir uns sehr herzlich. Ah, schau mal hier. Können wir das einmal groß zeigen? Wie grillst du denn, Andreas, so ein Koch? Grillt man auf 3-Sterne-Niveau anders? Ja, auf Holzkohle grillen auf jeden Fall. Ja? Ja. Muss das sein? Es muss nicht, aber ich. Ich bin mittlerweile umgestiegen eigentlich. Ich grille lieber auf Elektro. Es ist einfach einfacher. Eigentlich nicht gesund, aber geschmacklich ist es unübertrefflich, oder? Kupfer zu Hause ist ein Gasgrill bestimmt einfacher. Ja, ne? Ist auch heizen, dann ist er heiß. Ja. Im Holzkohle. Ja, und du hast die Hitze gleichmäßig und so wie du es brauchst. Ne? Aber zunächst mal Ali Güngermös, meine Damen und Herren, der uns zum Thema Olympia. Das ist auch sehr schön, Ali. Kommen wir doch jetzt gerade im richtigen Moment, ne? Ja. Der uns etwas macht. Der uns etwas macht, das es in sich hat. Das ist ja dann, welches Thema? Ist Asien, ne? Natürlich. Asien, Sashimi vom Wagyu Beef mit Auberginen-Miso-Püree, konfiertem Eigelb und Ponzu-Soße. Ponzu-Soße ist super, ne? Machst du das? Ja. Oh, das freut mich, dass du das kennst. Oh, ne? Ja. Das kennt nicht jeder. Ich liebe Ponzu. Ponzu-Soße ist sensationell. Ja. Also, genau. So, was möchtest du wissen? Wie du es machst und was Ponzu-Soße ist zunächst mal. Also, Ponzu-Soße ist eine japanische Soße auf Basis von Soja. Ne? Genau. Soja habe ich hier. Dann gebe ich hier etwas Limettensaft dazu. Ja. Soja, Limettensaft. Wir nehmen hier Limettensaft. In Japan nehmen sie Yuzu. Yuzu ist deren hier Zitrone. Ne? Genau. Dann kommt ein bisschen Mirin rein. Mirin, das ist so ein Reiswein. Genau, Reiswein. Da kommt ein bisschen Pflaumen rein, Wein rein. Pflaumenwein wegen der Süße. Mhm. Ja? So, und dann ist es wichtig, dass dann noch die Bonito-Flocken habe ich hier. Bonito-Flocken tun die Japaner rein. Wow. Oh, oh, oh. Ja, lecker, ne? Ja. Danke, ja, nett. Aber, nein, geschmacklich, aber extrem, ne? Ja, klar. Also, das ist ja auch nur zum Dippen gedacht später. Und bei der Ponzu-Soße ist, was auch ganz wichtig ist, Bonito-Flocken, das sind hier genau, so Bonito-Flocken. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Woher kennst du die? Ja, ich Wahnsinn. Ich mag die japanische Küche sehr gerne. Ja, ach so, deswegen, okay. Ja. Genau, dann gibt's bin auch einer, der morgens zum Frühstück so einen Liter Miso-Suppe kann ich wegziehen. Ja? Ja. Soll ich dir einen machen? Ich habe Miso-Paste. Ja, gerne. Machst du mir eine Miso-Suppe? Machst du auch unserem Publikum eine Miso-Suppe? Kann ich eine machen, ja. Ja? Allerdings dann freuen die sich. Machen wir. So, jetzt habe ich die Sojasauce, die ganzen Limettensaft und so weiter, gibst du rein. Bonito-Flocken kommen rein, kochst einmal auf. Normalerweise musst du die über 14 Tage ziehen lassen. Je länger, desto besser. 14 Tage? Normalerweise, ja. Wenn du sagst, du hast es eilig, du willst es schnell haben. Ja, eilig nicht, aber 14 Tage haben wir jetzt nicht Zeit. Ja, ich habe das auch in der kurzen Zeit, habe ich es auch, kein Problem. Ja. So, das ist die eine Sache. Wirklich 14 Tage? Je länger, desto besser, wirklich. Ja, wenn ich das sage. Die stellst glaub mir doch mal. Nein, ich glaub du kannst dir auch mal glauben, so ist es nicht. Sehr schön. Solange du mir nicht wieder dieses extrem günstige Teppichangebot machst, ist alles in Ordnung. Teppiche sind heute aus. Sämtliche sind heute aus, ja, stimmt. Die sind alle bei Dirk Niebel zu Hause. Genau. So, dann habe ich hier. Oh, also, auch ein bisschen. Guck mal. So,
Also, Wagyu, weißt du, was Wagyu ist? Wagyu heißt eigentlich auf Japanisch, also übersetzt auf japanisches Rind heißt das, ne? Ja. Das ist hier das Wagyu Beef. Das ist ja spektakulär. Ja, und das hier ist... Wagyu das heißt Rind. Stell dir das mal vor. Japanisches Rind, ja, ist ja so. Ja. Und das ist das... Ich muss ja erklären. Das ist das, ich zeige dir mal den Unterschied. Das ist ein normales Rind und das ist ein Wagyu-Rund. Siehst du die Marmorierung hier, die kleinen Fettäderchen? Ne? So, das und macht da das kommt Fleisch. Jetzt der Alfons und sagt, dafür muss ich nur nach Mecklenburg fahren und nicht das bis nach Japan. Das ist kein Problem. Ja, da gibt es sicherlich auch, ich muss halt Asien kochen, was soll ich denn machen? Nein, jetzt, ist ja ne? klar. Ist ja, also ist es, gibt ja auch drei, ist ja es gibt auch drei Stufen bei der Marmorierung. Es gibt normal, stark marmoriert und Japanese. Und das ist Japanese. Das ist normal, also hat kaum Marmorierung eigentlich. Wobei, Alfons, schau mal drauf, das ist tatsächlich von der Marmorierung her, ne? Da sind wir sehr dicht an dem dran, was Alfons eben gerade gegrillt hat. Ich möchte aber sagen, das ist das Gleiche wie ich. Ich glaube das auch. so viel zum Thema, du kannst einem Türken ruhig mal was glauben. Ja. Ich habe die Ware nicht gekauft. Das ist super Fleisch. Also bin ja, genau. Absolut, ja. So. Herrlich. Genau. Und das werde ich dann in so dicke Scheiben schneiden und dann kurz anbraten und dann im Ofen ziehen lassen und fertig. Und konfiertes Eigelb. Das ist hier. Genau. Da habe ich braune Butter gemacht. Ja. Und in der braunen Butter habe ich jetzt hier Bio-Eier genommen. Die, also Bio-Eier getrennt und dann die Eigelb rausgenommen. Und hier in dem Butter lasse ich so circa 15, 20 Minuten ziehen. Mhm. Bei so circa ja, so 56, 58 Grad. Kannst du mal mit dem Finger reinlangen? Muss das sein? Ist es, geht? Das schmeckt gut. Trau dich. Ah ja, es geht. Okay. Ja, die Butter darf nicht zu heiß sein. Ja. Und wichtig ist, dass die Eigelbe richtig in der Mitte noch ein bisschen flüssig sind. Ne? Und das nehmen die Japaner als Dip her. Der Japaner serviert zum Fisch, auch zum Fleisch, Eigelb als Dip her. Da musst du aber wirklich ganz frische Eigelbe nehmen. Ne? Klar. Das ist wichtig. Sonst geht's schief. Sonst kann's mal. Aber es ist eine tolle Küche, ne? Die japanische Küche. Wirklich sehr schöne Küche. Gerade jetzt hier so im Sommer ist es super. Und eben ne? weit mehr als nur Sushi, ne? Was man so gelegentlich denkt. Auch das sind kreativ, du. Ja. Sehr kreativ, ja, absolut. Und auch fettig manchmal, ne? Also da gibt's alles. Ja, so Eigelb ist natürlich sehr viel Cholesterin. Genau, man ne? denkt das immer, das ist nicht alles ganz leicht, das stimmt aber teilweise gar nicht. Sehr viel. So, und hier habe ich so eine Aubergine-Püree, ne? Aubergine geschält, einfach nur ein bisschen Butter angeschwitzt. Und habe ich hier ein bisschen Miso-Paste gegeben. Mhm. Miso-Paste ist eine Sojabohnen-Püree, ist es, ne? Aus Sojabohnen wird das gemacht. Und wunderbar. Und natürlich schön schmoren. Also, quatschen wir gleich weiter. Herzlichen Dank, Ali Güngermös. Ja, und jetzt begrüßen wir noch mal ganz offiziell Andreas Caminada aus der Schweiz. Herzlich willkommen, der uns heute macht einen Rehrücken. Alfons, also, schon fein, ne? Schau mal. Das ist aber auch so dein Stil, ne? Das ist auch so etwas, das du gerne machst. Rehrücken im Speckmantel mit Selleriepüree und Gewürzbrot. Genau. Ja. Das ist jetzt natürlich ein Essen aus der guten alten Welt. Europäische Küche. Genau, europäische Küche. So. Also ich packe jetzt gerade den Drehrücken ein. Ich habe hauchdünnen Speck aufgeschnitten. Jetzt mit leichter Farce bestrichen. Jetzt wird das hier eingepackt. Das schützt nachher auch ein bisschen das Fleisch. Die Farce ist in deinem Fall was? Ist genau? Eine Pulebrust, aufgeköttert mit Sahne. Und das gibt eine ganz feine Farce. Und die kann man dann bestreichen. Und das ist eigentlich der Kleber dann zwischen Rehrücken und Speck. Okay, so. Das hält das Ganze zusammen. Genau. Okay. Jetzt rollen wir das straff auf und dann wird es noch ein bisschen kühl gestellt. Und danach tun wir es kurz in der Pfanne anbraten. Ja. Ringsherum und dann kommt es in den Ofen für 6 Minuten. Und dann lassen wir es noch ein bisschen abstehen und dann ist es eigentlich, sollte es dann medium gegart sein. Dann ist alles durch. Ofen 6 Minuten, aber dann. Ja, wir nehmen es gerade direkt aus der Pfanne in den Ofen. Ah, okay. Geht der Prozess ein bisschen schneller. Ich verstehe. Okay. Dazu gibt es ein Selleriepüree, das kocht jetzt da hinten im Salzwasser. Ja. Das kochen wir ganz weich auf und dann tun wir es nachher mit Butter aufmixen. Mhm. Da kommt ziemlich viel Butter rein. Normalerweise kochen wir eher leicht zu Hause, bei gewissen Soßen und Pürees, da braucht es einfach viel Fett, viel Geschmacksträger. Ja. Und dann haben wir Aprikosen dazu. Ja. Tun wir frische Aprikosen nehmen und wir nehmen auch ein Dürraprikosenpüree. Also ich mache da einen Geschmack, damit es intensiver wird. Das passt dann sehr gut zum Speck und zum Reh und auch zum Gewürzbrot, was ich nachher mache. Wahnsinn. Und dass du so. Dass du so, Andreas, so. Dass du so unglaublich entspannt wirkst, liegt an der Tatsache, dass du dieses Schweizer Grundtemperament hast? Oder bist du einfach so ein entspannter Deswegen Mensch? Deswegen nur so. Also der Alfons macht mich schon ein bisschen nervös da. Setz dich unter Druck, ne? Schon die letzte Nacht habe ich gedacht,
hoffentlich nicht neben Alfons. Mache, dann wird es schwierig. Ja, das ist natürlich eigentlich seine Paradedisziplin. Ja. Aber sag mal, 3 Sterne in dem Alter, das muss man erst mal hinkriegen. Mit 33, hast du das wirklich angepeilt, dieses Ziel, oder waren die plötzlich da? Die waren plötzlich da, ja. Ja? Ja, ich habe einfach mit 4 Angestellten begonnen und habe einfach Freude gehabt am Kochen. Und das kam einfach nach und nach. Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Wo hast du gelernt? Wo kann man auf diesem Niveau so kochen lernen? Ja, da muss man... Also in der Region gab es eigentlich damals nichts. Ich habe eine Ausbildung gemacht und danach bin ich nach Vancouver. Ich war dann auch in Deutschland ein Jahr lang. Vancouver, feine Küche, ne? Ja, da ging es eher um andere Sachen. Da habe ich andere Sachen gelernt, also nicht das Kochen. Ah, verstehe. Was hast du? Ich sehe dich dann ein anderes Mal. Aber sonst... Gerade da an der Westküste, an der kanadischen, da sind ja viele asiatische Einflüsse und so weiter. Das ist sehr interessant dort zu essen. Ja, ist interessant, ja. Ja. Und was war sonst noch so interessant da? Ja, vieles. Die Sprache. Die Sprache. Die Wellen, das Meer. Also die Sprache, die Wellen, das Meer. Wir kriegen ihn heute noch so weit, Alfons. Irgendwann finden wir raus, was da wirklich passiert ist. Und vor allen Dingen werden wir Namen hören. Wir wollen ja wissen, wie sie heißt. Okay. Ja. Jawohl. Wir sind heute nicht bei Lanz talkt, wir sind bei Lanz kocht. Ja. Ja. Ich weiß. Aber das ist natürlich schon von einem gewissen Interesse. Weißt du, wir möchten auch unsere Köche privat ein bisschen näher kennenlernen, Andreas. Das ist uns immer wichtig, damit wir einfach wissen, mit wem wir zu tun haben. Das ist Ali, ist auch so ein Gemütsmensch, der muss das auch immer für sich auch einfach gerade ziehen. Nein, Spaß beiseite. Freue mich sehr darauf, gleich mal dann von deinem Essen zu kosten. Ist das, letzte Frage, ein großer Druck, wenn man weiß, man hat jetzt diese 3 Sterne? Und dann ist doch der Ehrgeiz zu sagen, die halte ich jetzt auch irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man so weit kommt, braucht man auch gute Leute um sich rum. Also ich habe jetzt ein gewisses... Hier sehen wir dich einmal in deiner Küche. Okay. Ja? Ja. Okay. Wie viele Leute hast du da? In der Küche sind wir jetzt zu 8. Und im ganzen Betrieb habe ich mittlerweile 28 Angestellte. Okay. Begonnen habe ich mit 3. Waren mit 4. Und ist es so, dass auch du ähnlich wie Alfons zu motivatorischen Zwecken Mitarbeitern gerne mal sagst, mockst da watschen, oder machst du das anders? Ich habe das Glück, dass mittlerweile, das war nicht von Anfang an so, also ich habe das auch irgendwie erarbeiten müssen, aber jetzt merke ich, die Leute wollen unbedingt zu mir kommen und daher Motivation. Herrlich. Ich sehe immer da fehlt an nichts. Also, wir sind sehr gespannt. Ich halte dich die ganze Zeit vom Kochen ab. Andreas, herzlichen Dank. Danke. Alfons, wir reden gleich noch mal in Ruhe weiter. Was richtest du da gerade an? Ein schönes... Tasmanischer Pfeffer. Tasmanischer Pfeffer. Und das ist Murray River Salz. Das ist aus, von dem Murray River. Das wird von unterirdischen Quellen wird das rausgebracht. Australien. Ach, auch Australien. Der hat sich mir noch nicht vorgestellt, dieser Fluss. Ich kenne den nicht. Entschuldige bitte, dass das... Kein Problem. Ja, danke. Danke, dass du das noch mal so durchgehen lässt. Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich an dieser Stelle Cornelia Poletto, meine Damen und Herren. Die uns macht, Cornelia. Ah, du machst Amerika, ne? Ja. Die uns macht, was aus der neuen Welt, Key Lime Pie with Honeyed Mascarpone Cream. Muss man das so aussprechen? Ja, ne? Das hast du sehr gut gemacht. Ja, ne? Ja. Ich glaube, man muss das so ein bisschen amerikanisch aussprechen. Ja. Dann kommt das sehr viel besser. Sehr ich erinnere mich in dem Zusammenhang an mein Lieblingsinterview mit Ralf Möller, als es mal in Hollywood brannte. Und Ralf Möller war in der Sendung und sagte, weißt du, Markus, es war alles voller Smoke. Wie sagt man auf Deutsch? Rauch. Sagt er, man sagt andere, Rauch. Der andere, ja, vergiss nicht, bei mir. Mehr? Also, wie sagt man auf Hamburgisch jetzt, Cornelia, wie heißt das? Also auf Hamburgisch ist es eigentlich nichts anderes als ein Limettenkuchen mit einer Baiser-Haube. Und dazu, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht aus diesem Mascarpone-Honig-Creme vielleicht doch noch ein Eis mache. Weil ich weiß, dass du so gerne Eis magst. Also ich sag mal so, ich würde mich nicht mit Händen und Füßen wehren. Nee, das habe ich mir gedacht. Ich habe jetzt schon mal angefangen. Ich habe einen Mürbeteig gemacht, den kennt jeder. Das ist nichts anderes als Butter, Eier, ein bisschen Mehl, etwas Zucker. Ist das eigentlich leicht, Mürbeteig zu machen? Ich traue mich an Mürbeteig nie ran. Das ist halt ein ziemlich butterlastiger Teig. Mhm. Wenn der nicht richtig durchgekühlt ist, der braucht wirklich mindestens eine Stunde zum Ruhen im Kühlschrank, dann ist er natürlich sehr weich. Und dann kommen diese harten, schweren Erbsen drauf, weil man ja blind backen möchte, weil er sonst zu sehr aufgeht. Mhm. Und dann sinken die da rein und dann hängen die da plötzlich drin fest. Und ich meine, man will ja nicht so rohe Erbsen mit essen. Nee, das will man nicht. So, diese Erbsen sind ja nur
drauf. Warum, Cornelia? Damit eben der Teig nicht aufgeht, damit ich hinter einen hauchdünnen, knackigen Boden habe, um dann meine wunderbare... Du nimmst sie also nur als Gewichte sozusagen? Genau, genau. Da kannst du auch ein Stück Blei da reinlegen, wenn du möchtest, oder? Ja, es soll natürlich schon auch knusprig werden. Deswegen sind diese Hülsenfrüchte schon ganz gut geeignet. Aber wie gesagt, auch mir ist das gerade misslungen. Aber ich habe es dann losgekratzt, hat keiner gesehen. Ja, es gibt einen super Trick in der Sendung, Cornelia, das weißt du ja. Man sagt einfach, das gehört so. Ja. Und dann ist die Sache geritzt, oder? Also. Aber ich sag dir mal was. Ich finde das viel sympathischer. Man sagt einmal schon her, der ist mal durchgeweicht. Ja. Das ist halt so und das passiert den Leuten zu Hause auch. Natürlich. Und dann merkt man, dass es nicht getürkt, getrickst ist und die Sendung ist sag so, wie getürkt, sie ist. Sag nicht getürkt, das ist ganz schlecht. Sag nicht getürkt. Entschuldigung. Ich möchte sagen. Moment. Woher das Wort getürkt kommt? Nein, ich möchte sagen, sag mal. Keine ostmanische Sendung. Das wollte ich damit sagen. Ali, woher kommt das Wort getürkt? Ich wusste das mal, aber heute habe ich es vergessen. Ach so. Sehr schön. Ah ja. So, Cornelia, was machst du dann noch? Also dann habe ich jetzt endlich diesen blöden Tartboden fertig. Den kann man übrigens auch fertig kaufen, wenn man den ganzen... Ja, aber selbstgemacht ist schon anders. Ja, schmeckt ne? auch anders. Schmeckt. Vor allen Dingen habe ich auch tatsächlich so ein bisschen Limettenabrieb mit reingegeben. Super. Das macht das da Ganze natürlich noch ein bisschen frischer. Ist ja auch echt was Tolles. Also wenn er denn gelingt, ist es wenn super. Wenn er gelingt, ist ein Traum. Ja. Ja. ich habe jetzt ein bisschen Creme Fraiche genommen, ja. Eigelb genommen, wieder ein bisschen Limettenabrieb und habe in dem Limettensaft den Zucker einmal aufkochen lassen. Gebe das jetzt dazu und jetzt stockt das Ganze auf kleinerer Temperatur. Ich habe jetzt mal 150 Grad genommen und so ein bisschen wie eine Creme Brûlée muss man sich das vorstellen. Okay. Dann kommt das Ganze wieder raus. Das geht sowieso heute schief in der Zeit, aber ist egal, ich probiere es. Ich werde dann versuchen... Wir werden hinterher im Zeugnis einfach reinschreiben, sie war stets bemüht. Ja. Das Eiweiß aufzuschlagen. Und dann wirklich nur noch mal Grillstufe im Ofen einstellen, dann kommt ein ganz bisschen Farbe aufs Eiweiß. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das nachher alles aussieht. Ja, ich freue mich drauf. Also ich bin keine Patisserie-Dame, Patissiere, wie auch immer. Es gibt immer noch kein Wort dafür. Im Zweifel wird es so sein, dass mein persönliches Urteil durch dieses Eis vollkommen vernebelt wird. Und insofern, investier noch mal ein paar Minuten mehr in das Eis. Super. Und sagst du uns gleich, was da drin ist an dem Eis, ne? Cornelia. Kann ich auch gleich ganz schnell sagen. Was denn? Das ist nur ein bisschen Mascarpone, etwas Sahne. Geröstete Pinienkerne, einmal gehackt, etwas Honig und ein ganz bisschen Limettensaft und leichte Säure und Limettenabrieb. Das war's. Und dann haben wir so ein... Ja, leicht ist das nicht, ne? Was ist in Amerika schon leicht? Ich wollte gerade sagen. Na, das ist vom Essen bis zur Politik alles nicht so einfach. Das ist alles nicht Deswegen so einfach. Deswegen ist das... Das ist wahr. Fand immer gleich schweres Geschütz auf. Cornelia Poletto, herzlichen Dank. Ich habe einen Wahnsinnsdurst. Wollen wir uns was gönnen? Es ist schade, dass wir drauf kommen müssen. Ja, es ist. Haben Sie Lust auf ein Piccolöchen oder so? Ja? Ja? Cool. Was willst du denn trinken? Ich nehme auch ein Piccolo. Okay? Ja? Das ist ein bisschen Druck noch. Ich muss noch ein bisschen Was willst du, Ali? Was willst du trinken? Was habe ich denn? Was willst du trinken? Champagner. Ein Bier. Bier ist gut. Bier ist gut. Was trinkst du? Ich trinke hier gerade Wasser mit ein bisschen Koriander drin. Wasser mit Koriander? Der ist gerade reingefallen. Ja, aber möchtest du was trinken? Ja, Wasser. Wasser möchtest du gerne? Ich nehme eine Apfelschorle. Was nimmst du? Ein Bier. Sehr gut. Cornelia, du? Ich nehme auch eine Apfelschorle. Apfelschorle, groß? Ja. Gut. Sehr gut. Also, dann glaube ich, können wir uns freuen auf eine... Ist fertig. Ich wollte gerade sagen, wow, das ist mal ein schöner Teller. Nein, ich mag sowas. Weißt du, warum ich sowas mag? Weil es erstens farblich, das gefällt mir total. Weißt du, warum? Weil Afrika, warst du mal in Afrika? Ja. Ja, sonst könnte ich das nicht kochen. Ja, Afrika, ja. Afrika ist ja... Das aus dem schwindeligen Schneebesen. Was sagt er? Zur rostigen Tierklinke. Arbeitest du im Gasthaus zum schwindligen Schneebesen? Ich war mal in Afrika, da hieß ein Restaurant. Alfons, bitte Publikumsbeschimpfungen erst nach 0 Uhr. Ja? Wahnsinn. Ah, guck mal. So, wir brauchen die jetzt mal alle hier, ne, Lea?
Cornelia? Conny! Wir können essen. Ali, kommst du auch zu uns? Ich rufe aus dem Busch. Komm, Conny. Das sieht ja toll aus. Alfons, kommst du bitte zu uns? Andreas, brauchst du Hilfe? Ist alles okay? Ich brauche den Alfons nachher, ja. Ja? Kannst du aber einen Moment das alleine lassen? Oder? Ja, das lassen wir. Ja. Weil wir müssen einmal schnell kosten. Wir haben wirklich wenig Besteck heute hier, Mensch. Warte, wir brauchen Gabeln, oder, Lea? Gabel, Löffel, da kann man mit allem ist ran. Ist egal, ne? Ja. Eigentlich in Afrika mit der Hand, ne? Genau. Ja. Ja. Eigentlich mit der Hand. Fladenbrot musst du dazu geben, ja? Ja. Fladenbrot und dann, ne? Mit Finger, zack. Ja. Also, das Fladenbrot schau mal hier. War alle Gabel. Um diese Zeit. Für dich, Andreas, Gabel, bitte schön. Da kann ich auch Ali, also da liegen ja lauter Gabeln. Das hier ist typisch, wenn man so zu einer Party geht und das mit, wo der Alfons gegrillt hat, dann sagt jeder, bringt was mit, dann bringe ich das hier mit. Ja, das ist super. Aber mir gefällt dieser Olympia-Party kann man das mitnehmen. Ja, mir gefällt dieser Teller, weil das ist so richtig Afrika. Afrika ist total bunt und immer was los und immer brennt der Baum. Das ist super. Ja. Ja, Afrika ist speziell, ehrlich gesagt, das Afrika südlich der Sahara. So das richtige schwarze Afrika. Warst du da das mal? War zu, ja, aber das, ja, ich weiß ja, ich unterstütze da Kinder in Kenia. Ah, okay. Mit der Schwester von, also mit der Auma Obama. Ach ja? Ja, und das machen wir sehr gut und ich lerne die Kekse backen. Und damit die ihren Unterhalt selbst mal erarbeiten können. Bestreiten können. Denn das ist für mich das Richtige. Ja, sehr gut. Ja. Ali, hast du schon probiert? Nein, ich komme sofort zu euch. Andreas hat probiert. Sehr lecker. Was sagst du? Nein. Sehr lecker. Erklär mal, warum Afrika ruft. Afrika ruft. Was ist daran so lecker? Ich habe die Kombination mit dem Knoblauch vor allem. Der kommt jetzt schön raus. Ja, ne? Ja. Ich hab's befürchtet. Das Partyessen. Alfons hat probiert. Passt auch zum Grill. Sehr gut. Okay, passt super. Alfons, zu deiner schönen Strauß. Isst man das eigentlich jetzt so zusammen mit dem? Ja, das Brot fehlt, aber man darf das auch so essen. Und das ist handgemacht, denn, weißt du, das macht ein bisschen Radau. Das darf man um diese Zeit, darf man nicht alle Leute stören. Ja. Also, mit dem Radau. Das ist jetzt praktisch eine Weiterentwicklung dieses Salates. Weil normalerweise sind keine Früchte dabei, normalerweise ist Tomate, sehr viel Petersilie dabei. Und dann eben diese Kichererbsen, das Kichererbsenmus, das ja sagen wir, in Istanbul ein bisschen anders gemacht wird, wie es in Marokko dann gemacht wird. Das eine ist ein bisschen mehr kreuzkümmellastig, das andere ein bisschen weniger. Das eine wird mit Arganöl gemacht, das andere wird mit Olivenöl gemacht. Also das kann man dann sehen, wie man will. Aber wenn man richtig Hunger hat und hat jetzt dort 10 Leute am Tisch, das ist eine wunderschöne Vorspeise. Ja, Kompliment. Merci. Cornelia, was sagst du? Also Tabouli ist ja eigentlich wirklich schon ein Klassiker, den wir mittlerweile wir fast alle kennen. Aber ich finde auch diese Kombination mit den Zitrusfrüchten super. Das ist total erfrischend, ist schön und das, wie heißt das, spricht man das richtig aus? Hummus? Hummus, ne? Finde ich auch sehr schön gewürzt, der Araber dazu. Nicht zu scharf. Der Araber. Also normalerweise ist ja, das hier ist zum Beispiel sehr viel Couscous genommen worden. Du kannst es auch mit Bulgur machen. Bulgur ist Weizengrütze, ne? Kannst du auch machen. Eigentlich ist es mehr Petersilie, mehr Minze und wenig vom Couscous oder Bulgur. Mhm. Also hier hast du wahrscheinlich ist die Petersilie und so weiter ausgegangen. Nein, das ist ganz bewusst das ist so gemacht, gewollt, denn unsere Mannschaft muss ja gewinnen. So. Und mit Petersilie allein kommen die nicht durchs Ziel. Ja, so sieht's aus. Ja. Du musst aber ich mag das. Also das ist nur, um die Mannschaft anzutreiben. In Nordafrika oder im Orient wird es halt ohne den Couscous gemacht, nur diese. Mit Bulgur. Ja, genau. Ganz wenig Bulgur. Eigentlich ist es ja ein super Sommergericht, ne? Das hast du gut gemacht. Das wollte ich gerade sagen. Das ist in Afrika ist ja auch länger Sommer, ne? Nee, genau. Nee, der erste. Und wärmer. Der ist so ungefähr so fast Zentimeter, halben, dreiviertel Zentimeter, der libanesische Bulgur. Wenn du ihn ein bisschen in Kurkuma oder in Safran anschwenkst und dann, wie du richtig gesagt hast, die Minze, die Petersilie und so weiter, das ist ein ganz toller, frischer Salat. Ja. Das Ding ist halt, wenn du dir jetzt vorstellst, es ist wahnsinnig heiß draußen, du bist irgendwo wirklich in großer Hitze unterwegs, dann bist du dankbar dafür, dass du so ein kühles Essen kriegst. Ja. Das ist im ersten Moment irritierend, ne? weil du erwartest irgendwie was Warmes und es ist dann aber kalt. Ah, ja, das ist gut draußen. Aber sehr, sehr lecker. Sehr geschmacklich ganz toll. Lea, kannst du mal netterweise ein paar... Oh ja, das kann ich gut machen. Oder? Ja. Das können wir doch mal ein bisschen... Das können wir doch mal ein bisschen kreisen lassen hier durch unser Publikum. Und dann kriegen Sie mal ein Gefühl dafür, wie afrikanische Küche schmeckt. Ja, das kennt ja kaum einer. Man bringt ja Afrika immer mit ganz anderen Dingen in Verbindung.
Dabei hat Afrika so viel mehr zu bieten, wie du weißt. Ja, ist ein riesen Kontinent, ne? Ja, ist gigantisch, wirklich. Ist wirklich schön. Riesig, ne? Ja. Und tolle Menschen. Ich finde, die sind so. Ja. Die sind so. Fröhlich. Ja, die sind fröhlich, die sind optimistisch. Die sind entspannt. Schade. So, Lea, schau mal, Lea verteilt hier. Ich habe übrigens noch die passenden Pinienkerne zu dem Couscous von Lea. In Afrika ist das alles ein bisschen dunkler auch. Ja, ist richtig. Also können wir mal diese ist das sehr, sehr lecker auch. Können wir mal diese Pinienkerne bitte in Großaufnahme sehen? Das ist jetzt. Das ist jetzt aber. Ja. Da muss man aufpassen, da sind jetzt viele Bitterstoffe drin, dass man in der Dosierung. Das ist richtig, ja. Ne? Die erste beliebte Ausrede von euch ist ja immer, das gehört so. Ja, das sind der Röstaromen. Ja, genau, Röstaromen. Und wenn dann jetzt so wie in dem Fall nicht mehr glaubhaft zu versichern ist, dass es so gehört, dann kommt Tim Melzer und sagt neuerdings sehr gerne, ja, nee, das sieht nur bei Ihnen zu Hause auf diesen neuen scharfen Bildschirmen so dunkel aus. Genau. Ja. Ja, sehr schön. Ja, super. Ja, Cornelia, ist dein Tag heute. Das läuft wie geschmiert hier. Kann ich ein paar neue Pinienkerne kriegen? Aber ist, glaube ich, auch jedem schon passiert. Ne? Pinienkerne, ich bin ja auch so ein Experte. Ach, das passiert, Pinienkerne. Das geht schnell, du. Pinienkerne, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Genau. So, Ali, ganz schnell. Ali macht uns gerade. Ist das fertig jetzt? Ist das fertig, ne? Ja. Sieht so fertig aus. Was meinst du damit? Sieht so fertig aus. Nee, nicht fertig im Sinne von kaputt, sondern sieht toll aus. Ja. Ich finde ja Alfons, dürfen wir das mal laut sagen? Ich finde, der Ali ist einfach ein sauguter Koch. Das muss man wirklich sagen. Finde ich wirklich. Ganz toller Koch. Ich muss ein bisschen übernehmen. Ich würde es anders sagen. Schlecht ist er nicht. Schlecht ist er nicht, ja. Du weißt, was in Bayern heißt. Ja. Das ist natürlich das maximale Kompliment. Das wollte ich jetzt nicht rauslassen. Ich wollte nicht übertreiben. Aber ich finde wirklich gut. Du machst eben gerade noch ganz kurz fertig, Ali. Und wir werfen noch einen Blick in die Pfanne von Andreas, der hier was macht. Der im Absaufen ist. Ich merke, dass meine Leute um mich herum fehlen. Ich hab's dir gesagt. Ja, das ist. Ich hab's schon, als du hier so vorhin. Aber ich bin doch gleich, helf dir gerne. Als der hier vorhin so entspannt gestanden hat, habe ich gedacht: Oh Mann. Ja, es hat sich geändert. Dann habe ich zuerst gedacht, okay, er ist Schweizer, er lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. So ist es. Ja, rucki zucki. Das brennt schon an. Ja. Aber es kommt. Reh ist im Ofen, es dauert noch 4-5 Minuten. Ja. Das Timing ist noch nicht so perfekt. Aber nein, du, das geht. Wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, Andreas, das erleben wir ehrlich gesagt öfter, weil wir haben ja hier die seltsame Situation, dass wir ja 5 Köche haben und nur 4 Herde. Mhm. Das hat keinen Sinn, das wissen wir auch, aber es bringt mehr Spaß. Ja, genau. Weil ihr dann alle so ein bisschen, unter Stress geraten. Ja, genau. Bin in die Pfanne gehauen. Und wenn du ein bisschen Zeit noch brauchst, dann springen wir einfach einmal rüber zu Alfons. Der ist ja schon länger dabei, der macht das ja schon. Der ist gelassener, ja. Ja, das ist. Bist du schon so weit, oder? Der Alfons, ja. Ich bin ungefähr in der gleichen Situation wie du. Ich wollte das auch nicht anmerken. Aber erstmal schauen wir bei Ali vorbei, der jetzt, glaube ich, wirklich fertig ist. Ich bin fertig, ja. Und der uns, Ali, sag's noch mal. Ja, herrlich. Ein Sashimi vom Wagyu Beef mit Auberginen, Miso-Püree, konfiertem Eigelb und Ponzu-Soße gemacht. Voilà. Ein Traum. Andreas hat schon probiert und sagt, was über Alis Essen? Sensationell. Sensationell? Sensationell, ja. Perfektes Fleisch. Schöne Säure auch, Süßsäure, salzig. Sehr ausbalanciert. Spiel mit der Säure, mit der Süße, auch. Schärfe. Die Aubergine, perfekt. Gut, was magst du besonders? Die Kombination, auch die Aubergine mit dem leicht pikanten und auch das leicht süßliche Vinaigrette. Und das Fleisch ist einfach super zart auch. Ja. Sehr, sehr lecker. Perfekt. Könnte auch zu Afrika passen. Müssen wir einmal in Großaufnahme einfangen, wenn wir jetzt an dieses Ei rangehen. Ah, genau. Ali. Ja. Jetzt pass auf, was passiert damit? Bitte, warte. Da jetzt sind wir schon. Okay. Eigentlich muss es. Ja, so, dann läuft es raus und jetzt nimmt der Alfons ein Stück Fleisch, dippt da und isst das Ganze.
ist eines der wenigen Male, an denen er wirklich widerstandslos gehorcht. Alfons mag mich, der macht das schon. Der macht das, ja, ja. Super. Super. Sehr gut. Ja, sehr gut. Gut. Also, es ist halt in sich sehr stimmig, ja. Das schmiegt sich sehr gut mit dem Fleisch. Die Auberginen. Ja, und die Aubergine ist nicht immer geschmackvoll. Das ist eine ganz schwierige Frucht. Aubergine ist ganz eigentlich ein langweiliges Gemüse. Und ich glaube, dass du das besser garen kannst wie wir, weil du mit Auberginen aufgewachsen bist. Ja. Du hast einen anderen... Das weiß ich, ja. Du hast einen anderen Respekt. Die wenigsten können mit Auberginen gut umgehen. Das ist sensationell, das sage ich dir. Danke. Die meisten haben sogar Angst vor Auberginen. Weil sie glauben, das saugt alles nur Fett auf und so. Ja. Super. So, also Ali, ich finde das auch von der Würzung her sensationell. Das Fleisch sowieso, man hat ja gesehen, Alfons konnte das mit der Gabel so in zwei Teilen. Und dann dieses cremige, dieses cremige vom Ei ist außergewöhnlich auch. Ganz toll. Wichtig ist, dass das Eigelb schön lauwarm ist. Ne? Das ist super. Das ist der Hammer. Das ist eine Offenbarung, echt. Ja, ganz ehrlich. Das ist sensationell. Boah. Cornelia, sag du erst mal. Meine Mutter sagt immer, wenn sie diese Sendung guckt, sagt sie, ich weiß immer genau, ob sie schmeckt oder nicht. Wenn du nichts sagst und nur isst, ist es super. Wenn du die ganze Zeit redest und nicht isst, ist es nichts. Und ich esse die ganze Zeit. Ich glaube, es ist alles gesagt. Es ist ein sensationell gutes Fleisch. Auch die, ich glaube, dass der Ali auch als Baby schon Auberginenbrei gekriegt hat. Aber schon Bescheid weiß, wie das schmecken soll mit dem Ei dazu. Also es ist perfekt. Diese Ponzu-Soße da oben drauf. Ja, das ist diese hier, wirklich etwas vom Besten, was ich je gegessen habe. Ich sag dir auch genau, warum. Also die Soße ist in sich geschmacklich eine Sensation. Und dann kommt da noch mal dieses, was ist das, dieses Crunchige, dieses... Das ist der Tobiko-Kaviar. Das ist der Kaviar vom Klingfisch. Du hast das Gefühl, Der platzt was im Mund, nach der Zunge, ja? Ja, das ist genau. Das perlt so weg. Genau, das ist das hier, ne? Das kann man ja sehen, hier kann ich mal noch mal zeigen, den Zuschauern zu Hause. Ja. Hier. Das ist der hier, ja? Der hier, genau. Das ist unglaublich gut. Tobiko, ist es Fliegenfisch-Kaviar? Also Fliegenfisch, kann man so ein Horn nehmen. Aber ist der so grün oder ist der so grün gemacht? Der ist grün gefärbt. Ne? Du kannst sagen, gelb, grün oder orange. Ah. Wahnsinn. Kannst du mal, Ali, bitte versuchen, noch mal irgendwas rauszuholen und das noch mal hier besonders sympathischen Zuschauern noch mal rein? Auf jeden Fall. Weil das ist wirklich, das muss man mal gegessen haben. Das ist sensationell. Nein, danke. Ganz toll, danke. So. Ich bin gerade echt kurz angeflasht, sagt man so, glaube ich, oder? Schnell bei dir. Das geht schnell, ja. Ich habe ein bisschen aufholen können. Also bist gut im Rennen, wie schnell es ging. Bist gut im Geschäft jetzt wieder. Ja. Ich glaube, der Alfons ist... Sehr gut, weil der Alfons was Vorbereitetes aus der Schublade gezogen hat für dich oder weil du selber so schnell... Er hat mir sein Herz zur Verfügung gestellt. Das ist ja, der Alfons kann da manchmal... Der hilft da manchmal aus, Kollegen. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ruckzuck... Ich erinnere mich, als ich damals verzweifelt versucht habe, Pustertaler Schlutzkrapfen zu machen, aus meiner Heimat. Da hat Alfons und Cornelia übrigens auch damals. Ihr habt da sehr helfend eingegriffen. Bei den Schlutzkrapfen damals, erinnerst du dich? Ja, ja, ja. Plötzlich waren die fertig. Und ich habe gar nicht mitgekriegt, wie die fertig wurden. Aber so, mit wem machen wir denn weiter? Mit dem Alfons. Mit Alfons, oder? Okay, dann überspringen wir kurz den Andreas. Ist wirklich gar kein Problem. Und wenden uns jetzt Alfons zu, nicht ohne vorher Cornelia gefragt zu haben, wie es denn so läuft, weil ja heute ein besonderer Tag ist, wie wir gesehen haben. Also Cornelia, im Moment habe ich noch keinen Strom auf der Eismaschine. Kein Strom auf der Eismaschine. Aber ich habe immerhin schon die Eismasse sozusagen fertig. Ja. Und Pinienkerne mache ich gleich noch mal ganz konzentriert. Bleibe ich einfach dabei. Bleibst dabei, ja. Ne? Ja. Und, aber hier eine gute Nachricht ist, siehst du das? Es fängt an zu stocken. Kannst du mal ganz vorsichtig? Passt so ein bisschen wie bei... Einfach nur so ein bisschen vorsichtig drauf? Ja. Ich traue mich gar nicht. Nein, ist nicht schlimm. Das ist heiß. Nein. Ah ja. Merkst du, ne? Puddingartig. Genau, jetzt fängt das an zu stocken. Noch 5 Minuten. Dann, und dann läuft's. Läuft's wie geschmiert hier. Ja, wie super. Ja. Und den Strom für die Eismaschine? Ich bin ganz entspannt, weil ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich Eis mache. Doch. Ich habe gesagt, ich könnte. Ich denke darüber nach. Oh, Cornelia, ehrlich. Nein, das geht ganz schnell. Die Eismaschine ist super, das geht ganz schnell. Die werden da jetzt mir sofort Strom drauf
geben und dann, das wird heute noch was mit deinem Eis. Im Moment ist es, hört es sich so ein bisschen wie so ein Knistern in der Sauna an noch. Ja. Aber das wird. Ja, das ist so, da fallen einem alle so Handwerkererfahrungen ein, die man so gemacht hat in den letzten Jahren. Wir kommen gleich. Und dann kommen sie morgen vielleicht. Vielleicht, ja. Vielleicht. Alfons. Aber manchmal ist es auch gut, wenn sie nicht kommen, weil da gehen sie so viel kaputt. Ja. So, komm, wir haben zwei Essen, die hier nicht kalt werden dürfen. Freuen uns zunächst mal auf Alfons Schubeck, der uns gemacht hat ein Australian Barbecue. Und so sieht das aus. Schau mal, sensationell. Ja. Ali. Du hast die Soßen probiert, Ali? Ja, das Fleisch kenne ich ja. Absolut. Sehr gut. Und, oh Mann, ey. Und dann faselt der was von japanischem sonst was. Rento vielleicht ein bisschen du für die Zuschauer. Hier siehst du keinen Tropfen Flüssigkeit. Und wenn du das Fleisch richtig gegart hast, dann bleibt die Flüssigkeit im Fleisch drin. Wenn du es zu heiß hast, dann schneidest du es an, dann geht die Flüssigkeit raus. Und leider Gottes machen es die meisten zu heiß. Ich hab's angebraten. Aber der Gast will immer alles heiß haben. Nein, ja? Ich meine, wenn man zu Hause jetzt grillt. Du hast es ja vorher richtig gesagt, zwei Stufen im Grill. Ja, genau. Angrillen und dann runter. Und ich habe nichts anderes gemacht. Pfanne genommen, rein bei 100 Grad auf ein Gitter klicken. Alle 5 Minuten habe ich das Fleisch umgedreht. Und dann ist es oben bis unten gleich schön rosa gebraten. Nicht blutig mehr. Und wenn es dann zu blutig ist, geben Sie es ein bisschen rein. Oder Sie schneiden es in Scheiben, zack, zack, auf der Pfanne, dann hast du es auch wieder. Zack. Ganz schnelle Runde, weil wir hier Essen haben, das kalt wird, ne? Lea. Ich finde das sensationell und auch hier, ich habe hier die Soße von Alphonse geschmeckt und die hat die ja selber gemacht, also da muss ich sagen, Chapeau, also Alphonse, grandios. Und das ist, Australien ist ja ein bisschen weit, ich komme dann zu dir. Also das ist wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Alphonse, das ist eine Sauce und du machst weiter. Cornelia, sagst du uns was? Ja, also das ist ganz einfach zu sagen, dass Alphonse mittlerweile Fleisch braten kann, das wissen wir. Das ist, was ich aber ganz toll finde, ist, dass er sich immer mehr traut, auch mal mit Gewürzen was zu machen. Das ist ganz toll. Super, super. Also wenn einer von Ihnen mal bei Alphonse zum Grillen eingeladen wird, dann kann er nur glücklich sein. Bedenkenlos zusagen. Nee, die Soßen sind echt spitze. Super. Auch aber hier mit dem Avocado, ne? Avocado, ja. ist also so Konfektmantel, ne? Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich habe Avocado-Spalten genommen, ein bisschen Midi-Pain, also Semmelbrösel, und habe dann, die kennen Sie alle, diese Cornflakes ein bisschen gecrasht. Und das, da ein bisschen ein Curry drunter, ein bisschen Salz, keinen Chili, weil der verbrennt. Und dann einfach kurz anbraten, rausbraten. Dann sind diese etwas weichen Avocados, werden dann ein bisschen fröhlicher, ein bisschen lustiger, ein bisschen charmanter. Ich kenne dich aus von meiner Lehrzeit. Schnitzel damit gemacht, Schnitzel im Komplexmantel. Ja. Wir haben so eine Currysoße dazu, Reis, bombastisch. Super gelaufen. Ja, glaube ich. So, Alfons, herzlichen Dank für ein tolles Essen. Und wir freuen uns jetzt auf das Essen von Andreas Caminada, der uns gemacht hat einen Rehrücken im Speckmantel mit Selleriepüree und Gewürzbrot. Und das Ganze auf 3-Sterne-Niveau. Andreas, ich will den Druck mal so ein bisschen aufbauen. Ja, das ist gut, das ist gut. Gut, das haben wir schon da gehabt, also muss ich sagen. 3-Sterne-Niveau, perfekt, ich würde sagen. Ohne drüber nachzudenken. So, Andreas, aber jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Alles Rumgeschleime hilft jetzt auch nichts mehr. Jetzt muss einfach... Jetzt muss ich ran. Jetzt musst du ran. Ich schwitze schon, weil das Fleisch... Es fühlt sich ein bisschen nach zu durch an, aber ich glaube, es sollte noch passen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Es sollte okay sein. Also Speck angebraten, kurz in den Ofen rein. Ja, es ist okay. Oh, Glück gehabt. Oh. Jetzt habe ich wirklich geschwitzt. Ja. Weil wirklich, normalerweise sind sie ein bisschen weicher. Ja. Jetzt habe ich wirklich gedacht, er war zu lange drin. Haben hier einen D-Rücken. Können wir mal Ali in Großaufnahme einfangen? Er schaut mit großen Augen darauf, was da passiert. Also keine orientalischen Gewürze dabei, sondern wirklich sind bei Europa geblieben mit dem Gewürzbrot. Das sind eigentlich Toastscheiben mit Marmelade. Man kann es auch im Herbst machen mit Dürre. Aprikose, Dürre, ist das jetzt fertig, Birne. So? Das ist so fertig. Jetzt kommt noch die Soße drauf. Es ist eine sehr übersichtliche Portion einfach. Sehr, oder? Aber wirklich. 3 Sterne halt, ne? Ja.
Was kostet eigentlich? Komm, lass uns schnell essen. Wir sind durch, ne? Ja, wir sind durch. Noch die Soße drauf und dann passt's. Okay. Habt ihr alles schon Besteck? Nein. Die Soße müssen wir jetzt noch mal passieren. Ja. Aber ich kann noch mit den Händen essen, das ist ja so. So klein, nee. Meine so Fingerfood. Ich hab da noch mehr, ich mach nachher noch nach. Ja, klar. Für 30 Euro. Ja, was? Nee, so wenig. Das kostet mehr als 30 Euro. In so einem Restaurant sind die Preise schon hoch. Aber ja, wenn man sieht, was alles für ein Aufwand dahinter steckt, das sind ja nicht nur. Was kostet bei dir ein gutes Menü, wenn ich jetzt da hingehen will und habe jetzt mal, sagen wir mal, mir fest vorgenommen, auch satt zu werden? Man wird bei uns satt. Das war nur also Spaß. Das ist ja so. Also ich will eigentlich ein Gesamterlebnis bieten. Das heißt, man kommt rein, man hat vom Apro bis zum Schluss. Ja, klar. Ein Gesamterlebnis bei uns kostet ungefähr zwischen 250, 300 Euro. Muss man rechnen. Mit Getränke oder ohne? Ja, mit Getränke. Mit Getränk. Und du hast 8 Monate Wartezeit in deinem Laden. Das stimmt, ja. 8 Monate? Ja. Super. Wie viele Sitzplätze hast du? Ich habe 24 mittags, 28 abends, so diese Konstellation. Also quasi 50 Essen pro Tag. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ich bin Lanz-Koch-Zuschauer, geht schneller, ne? Dann? Ja, dann machen wir da eine externe Buchungssystem. Ich muss ein Messer nehmen. Sellerie Püree? Ja, ist doch klar. Ist es Tag? Okay. Das ist klar, das hier ein kleiner Croque Monsieur, oder? Genau, einfach ohne. Gibt kein Besteck heute, ne? Irgendwie? Kein Amarita, sondern einfach nur Toast mit Butter, ein bisschen Staubzucker. Ja, es gibt noch mehr, wenn ihr wollt. Da habe ich noch was vergessen. So, Freunde, so ehrfürchtig habe ich euch lange nicht erlebt. Komm, jetzt lasst halt mal raus. Also, warum schmeckt es euch nicht? Oh, das schmeckt sehr gut. Schmeckt wunderbar. Das ist toll. Brauchst du noch ein bisschen Salz, oder was? Mm-mm. Ich brauche kein Salz. Darf ich mal so von dem Fleisch probieren? Ja. Ich mische einen Croque Monsieur, aber aus der Pfanne, weil das hier so schön aussieht. Merci. So, ein bisschen Sellerie dazu. Das Fleisch ist, durch das Rücken ist das gleiche. Anbraten, ruhen lassen und dann geht's von selber. Das ist. Sag mal, dieses Fleisch, das. Super schön. Das verflüchtigt sich ja auf der Zunge quasi. Ja, das wird auch ein bisschen geschützt durch den Speck. Ja, so wird es wirklich schön, schön. Reh ist auch das einzige Fleisch am Rücken, was du eigentlich schnell nach dem Schlafen, sag mal so, 3-4 Tage später benutzen kannst. Alles andere musst du erstmal ruhen lassen, über 1-2 Wochen. Ne? Mhm. Beim Reh kannst du sofort. Brennt da irgendwas an? Hier? Ich koche die Miso-Suppe noch für die Zuschauer. Ach, diese. Oh, hör mir auf. Ich habe noch nie vergessen. Ach, hör auf. Ist doch da. Ach, hör auf. Reduzieren. Ach, hör auf. Diese Miso-Suppe, weißt du, wann hat er die angekündigt, Alfons? Ich möchte mir auch nicht essen, die schmeckt. Ja, super. So, Alfons, jetzt sag du. Ja, also, was willst du jetzt da viel meckern? Also, da muss ich auch einen Kopfschuss haben. Das ist halt einfach in sich stimmig. Ja? Es ist, und weißt du, das ist auch die Portion eines Hauptgangs. Das Problem in Deutschland ist, sie sehen ja immer so einen Haufen auf dem Teller. Ja, das ist sehr, das ist der Hauptgang. Sehr ich, wenn zum Essen gehe, ich bestelle mir am liebsten Vorspeisen. Ja. Erstens ist der Koch kreativer. Und zweitens sind die so, dass du mal 2 oder 3 Vorspeisen essen kannst, wenn das Lokal was taugt. Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt dann so einen riesen Oschi auf den Teller kriegst, dann bist du fertig. Und das muss man ein bisschen runterbringen. Und das ist ein Hauptgang. Wenn du halt 5, 6 Gänge hast, den kannst du nicht größer essen. Ja, bei uns ist es auch noch vorneweg Apero-Häppchen, 4, 5 Stück. Dann gibt es Amisbusch noch mal 2 bis 3. Aber das ist irgendwann, das ist korrekte Portion. Und letztendlich musst du dem Dessert auch noch den Respekt geben, dass man sagt, Mensch, das schmeckt mir auch noch gut. Und nicht sagen, jetzt würgst du es runter. So ist es auch. Und deshalb wollen wir auch noch verkaufen. Ist einfach fantastisch. Das ist Grand Cuisine. Und ich finde auch von der Portion her ist es richtig, denn der Koch, der ist auch verantwortlich für den Appetit, den man vorher mitbringt. Der muss ordentlich mit dem umgehen. Und wenn er den Gast zu schnell sättigt, dann will er kein Dessert mehr. Dann genau, dann ist das auch nicht mehr so schön. Und dann fühlt man sich nachher so voll. Aber das finde ich super, super schön. Und das ist auch schön leicht. Und ich mag hier eine kleine Croque Monsieur so gerne. Was sagst du, Ali? Also bei mir werden die Gäste nicht satt, bei mir überleben sie nur. Ne? So ist es nicht. Also ganz ehrlich gesagt, es ist, die Kombination ist super. Es ist, die Präsentation ist super. Es harmoniert alles miteinander. Die Aprikose passt sehr gut zum Wild. Auch hier mit dem Sellerie ist ein Klassiker hier. Mit dem Toastbrot, mit dem Gewürzbrot, alles perfekt durchdacht, sehr gut gemacht. Genial. Andreas, herzlichen Dank. Geschwitzt habe ich auch wieder mal. Ja, ne? Endlich mal wieder. Endlich mal wieder, ja. Endlich mal wieder geschwitzt. Oh, ja.
Ich finde, Andreas, das war ein sehr gelungener Einstand hier. Dankeschön. Hast du absolut toll gemacht. Vielleicht können wir. Ich bin nass. Danke dir. Danke dir. So. So, Cornelia, und jetzt freuen wir uns natürlich auf den Höhepunkt des Tages. Ja. Weil das ist ja immer, also das ist ja genau das, was den Gästen in Erinnerung bleibt. Ja. Das ist sehr. Ne? Absolut. Und wenn dann am Ende Cornelia wieder da steht und sagt, es gibt Eis, Baby, freuen wir uns natürlich. Ich will auch gar nicht großartig ein Geheimnis draus machen. Ich hole sie mal aus dem Kühlschrank, diese wunderbare Limetten-Tart. Ja. Also sagen wir mal so, es. Cornelia, pass auf, psychologisch, ne, ist, was du da gerade machst, echt nicht so vorteilhaft, wenn der Koch... Guck mal, das ist einer von den olympischen Ringen. Mach das nicht. Warte. Schau mal, das Ding löst sich auf, weil es nämlich so fluffig ist. Das ist ja das Geheimnis. Verstehst du? Oder? Sag mir mal so. Wenn man bei Olympia irgendwie mal so eine Medaille nach Hause nehmen möchte, dann kann man nicht einmal Hallo sagen, winken und sich da auf das Treppchen stellen. Nee. In Etappen geht das. Richtig. Ne, genauso ist es, ich könnte jetzt das perfekte Dessert servieren, aber wir wollen ja wirklich auch eine realistische Sendung machen. Absolut, ja? Das ist richtig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt mal ganz langsam, Step by Step. Ja. Ne, ich habe gesagt, wie toll das mit dem Tartboden gelungen ist am Anfang. Absolut, das war super. Ne? Da waren wir auch sehr dankbar, weil es war sehr erkenntnisreich. Einfach. Also ganz, ganz wichtig für zu Hause, dass man wirklich darauf achtet, dass die Erbsen sich einbacken in den Tartboden, damit man sie danach wieder rauskratzen kann. Mhm. Dann habe ich diese fantastisch, wirklich aber gut schmeckende... Der würde was sagen dazu. Wenn du den Teig zuerst backen würdest für 10 Minuten, rausnehmen... und dann die Erbsen drauf geben würdest, dann wollen die Erbsen nicht mehr in den Teig rein. Siehst du? Oder ein Backpapier dazwischen. Ja. Nee, aber das ist genau das, was doch der Zuschauer sich wünscht, dass es jetzt Tipps gibt von meinen Kollegen. Wie man es besser machen könnte. Ganz genau wie. Na, damit es zu Hause nicht mehr schief geht. Ich habe jetzt tatsächlich diese fantastische Limettencreme zusammengerührt, habe sie wie eine Creme Brûlée im Ofen stocken lassen. Man sieht es hier, die ist perfekt gestockt. Ja. Leider ist diese Baiser-Masse, die jetzt oben drauf sein sollte, und grilliert. Ja, eigentlich weiß es ja keiner, dass die drauf sein sollte. Ja, Cornelia, pass mal auf, das ist eine Premiere jetzt in diesem Moment, in dieser Sendung. Wir haben uns, glaube ich, noch nie vor dem eigentlichen Essen so lange für das Essen entschuldigt. Noch nie. Wirklich noch nie. Kann das sein? Es ist ja nicht entschuldigt, das wurde nur erklärt. Aber wir haben es erklärt, ja, richtig. Okay. Also ich würde, wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich dir einfach Zeit geben, dass sie ein bisschen fester werden würde. Dann hätte ich meine Baiser-Masse, würde es einfach nur einmal grillieren lassen und alle würden sagen, wow. Wow. Wer Lust hat, kann in 2 Stunden wieder einschalten, dann ist auch diese Limettentart fertig. Ja. Und das sollte ja mal das ganz, ganz leckere Mascarpone-Honig-Eis werden. Das ist jetzt eher so ein Milchshake. Ja, also das ist jetzt einfach die Soße geworden. Das hatte ich auch erst so. Sieht man einfach den Charakter einer Live-Sendung. Wenn der Strom nicht da ist, kann man aller Minuten nicht herzaubern. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, ihr könnt es probieren, es schmeckt trotzdem. Wie, war es das jetzt? Ja, wir wollen probieren. Ja, und ich kann jetzt leider die Tat nicht aufschneiden, weil die dann nämlich auseinanderläuft. Ja, das ist richtig. Die haut uns ab. Der olympische Gedanke zählt. Ja, natürlich. Dabei sein ist alles. Ja. Wobei ich sagen muss, Alfons, es wäre schon lustig, das hier aufzumachen und einmal eine Tat auf der Flucht zu sehen. Das hätte was. Aber das ist praktisch olympisch gesehen der Vorlauf. Ja. Das ist jetzt sozusagen, okay. Gut. Sag mal, und was ist eigentlich, Cornelia, jetzt nur Frage am Rande. Du musst mir sie jetzt abnehmen. Cornelia, was ist aus den Pinienkernen geworden? Die Pinienkerne, die wollte ich eigentlich noch anrösten und habe es dann auch vergessen. Aber wo sollten die hin ursprünglich? Ach so, die Pinienkerne sollten geröstet in das Mascarpone-Eis. Ach so, Ich glaube, die sollten sie doch nicht schneiden. Nein, wir essen jetzt nur drauf. Komm jetzt, löffel mal raus jetzt. Ja, ich dachte, ich ist gleich jetzt. Ja, aber ich habe noch nie eine so gute warme Creme gegessen. Ja. Also
Und der Rand ist auch knusprig, Conny. Ja, ja. Das hast du hingekriegt. Ganz ehrlich, geschmacklich ist das doch eine Eins. Ja, absolut, das ist super. Aber das habe ich. Oh, Entschuldigung. Den Kuchen konntest du in 50 Minuten nicht backen. Oder in einer Stunde. Ich weiß auch nicht, warum ich das so überlegt habe. Weil ich mich einfach nicht auskenne mit amerikanischen Desserts. Und manchmal ist man auch nicht so besser, konzentriert. Schmeckt aber viel besser wie das Original. Schmeckt besser wie das Original. Super. Also, Conny, ich fand, weißt du, wir haben nur einen Fehler gemacht. Das sollte man auch privat nicht machen, dass man vorher sagt, was es gibt. Wenn etwas nicht gelingt... sollte etwas nicht gelingen, dann taucht man ein. Hier ist eine Erbse, schau mal. Aber es schmeckt ja gut. Ist da wirklich eine Erbse drin? Also, das heißt doch falsch. Man sollte es umtaufen. Ja. Nein, ich meine, das Schöne ist ja, wenn man das jetzt zu Hause nachkochen würde, nimmt man sich einfach ein bisschen mehr Zeit und man weiß, dass es schon mal schmeckt. Ja. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Total gut. Ja. Und geschmacklich ist es wirklich sehr gut. Mhm. Ja. Und der Teig ist sehr schön kross und mürbe. Ja. Also man kann sich das alles gut vorstellen, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Na, warum denn? Bisher kannte man diesen Kuchen nur kalt. Das schmeckt warm genauso. Alfons, es ist doch eigentlich so, es ist eigentlich im Grunde genauso wie dein berühmter geeister Kaiserschmarrn. Der ist ja auch so entstanden, mehr aus Versehen. Der ist so entstanden, weil ich jeden Tag 300 oder 400 Kaiserschmarrn machen musste. Nämlich irgendwann packe ich den nicht mehr. Weil ich habe mal jeden Tag 600 Salzburger Nockerl machen müssen. Ich bin fast verrückt worden. Und dann habe ich mir gedacht, so erfinde ich den geeisten Kaiserschmarrn. Und dann habe ich so kompliziert gedacht, ja, also muss ich jetzt was an und so weiter. Bis ich draufgekommen bin, dann machst du jetzt eine Vanillecreme, leichte, so aufgeschlagen. Du hast ein bisschen rum, ein bisschen Rosinen und Ding rein. So, jetzt war es angefroren. Jetzt war die Platte nicht angebraten. Ja, wie brat's jetzt an? Dann habe ich Schokolade, ein bisschen mit Öl vermischt, hab's da drauf getupft, dann hat es auf einmal ausgeschaut wie angebraten. Damit so gebrochen und schon war der geeiste Kaiserschmarrn fertig. Ein Traum. Also, ein Traum, ne? Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Frauen, die sagen, es ist mir nicht wirklich gelungen, und Männer sagen, ich habe was Neues erfunden. Ja. Ja, das ist richtig, ja. Genau. Frauen neigen dazu, sich selbst zu kasteilen. Aber ich sag, Männer sagen, das in einer kleinen Form ist. Ist super. Wenn das in einer kleinen Form ist und du servierst den Laubbaum, sensationell. Du meinst in so einer Form, ne? Ja, hier. So was, perfekt. So Andreas? Schmacklich, sehr lecker. Genau. Wir müssen die Sendezeit ein bisschen verlängern. Das käme mir auch ein bisschen zugute. Ja. Also, nein, sehr ein lecker. Traum. Alles gut. Man kann sich das gut vorstellen. Also ja, Markus, es ist einfach zum Abschluss. Übrigens kostete 2,90 Euro das Handtuch hier. Ja. Das war hier, so spannend. Das war günstig, ja. Das war mal 4,50 Euro. Ja. Das ist richtig. So, und was Baiser angeht, ein Baiser. Das ist wichtig, das mal zu erwähnen. Und wir, wir sparen ja mittlerweile sogar schon am Strom und sagen, das Eis stellen wir uns vor. Ja. Und wer die Baisermasse vergisst, gibt einfach ein Baiser, einen guten Kuss und fertig. So sieht's aus. Oft schmeckt er noch besser. Ja, absolut. Und man wird richtig davon. So ist es nämlich. Und dann sagt man am Ende, wenn Cornelia fragt, ist das nicht toll, sagt man, ja, das ist nicht toll. Nein, aber das ist ja auch, damit diese Kirche nicht so was Unnahbares bekommt. Absolut. Weißt du, habe ich gedacht, lass doch einfach mal heute daneben gehen. Ganz ehrlich, ich mag das immer wahnsinnig gerne. Man hatte fast das Gefühl, sie hat es zwischendurch absichtlich gemacht. Als auch noch die Pinienkerne komplett verbrannt waren, haben wir gedacht, okay, irgendwas hat sie heute vor. Wir haben auch unverbrannte hier. Ja, genau. Nein, aber das sind die schönsten Sendungen. Ich finde, wir haben heute sensationell gut gegessen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Andreas, Ali, Alfons, herzlichen Dank. Lea, herzlichen Dank. Cornelia. Der Wille war zumindest deutlich erkennbar vorhanden. Ja, nein, und geschmacklich ganz toll. Das mit dem Eis, das nehme ich dir ein bisschen übel. Aber das ist ein persönliches Ding zwischen dir und mir. Das gibt ein Gespräch. Also, in diesem Sinne, jetzt die Kollegen von heute Nacht. Bis bald. Tschüss, tschüss. Und dann wirklich nur noch mal Grillstufe im Ofen einstellen, dann kommt ein ganz bisschen Farbe aufs Eiweiß. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das nachher alles aussieht. Ja, ich freue mich drauf. Also ich bin drauf. Keine Patisserie-Dame, Patissiere, wie auch immer, es gibt immer noch kein Wort dafür. Im Zweifel wird es so sein, dass mein persönliches Urteil durch dieses Eis vollkommen vernebelt wird. Und insofern...
investiere noch mal ein paar Minuten mehr in das Eis. Super. Und sagst du uns gleich, was da drin ist an dem Eis, ne? Cornelia. Kann ich auch gleich ganz schnell sagen. Was denn? Ja. Nur ein bisschen Mascarpone, etwas Sahne, geröstete Pinienkerne, einmal gehackt, etwas Honig und ein ganz bisschen Limettensaft und leichte Säure und Limettenabrieb. Das war's. Das, und dann haben wir so ein, ja, leicht ist das nicht, ne? Was ist in Amerika schon leicht? Ich wollte gerade sagen. Na, das ist vom Essen bis zur Politik alles nicht so einfach. Ist alles nicht Deswegen ist das Das ist wahr. War immer gleich schweres Geschütz auf. Cornelia Poletto, herzlichen Dank. Ich habe einen Wahnsinnsdurst. Wollen wir uns was gönnen? Es ist schade, dass wir drauf kommen müssen. Ja, es ist. Haben Sie Lust auf ein Piccolöchen oder so? Ja? Ja? Cool. Was willst du denn trinken? Ich nehme auch ein Piccolo. Ja? Ich muss da ein bisschen Druck noch. Was willst du, Ali? Was möchtest du trinken? Was habe ich denn? Was möchtest du trinken? Champagner. Ein Bier. Bier. Bier ist gut. Bier ist gut. Was trinkst du? Ich trinke hier gerade Wasser mit ein bisschen Koriander drin. Wasser mit Koriander? Ja, ist gerade reingefallen. Ja, aber möchtest du was trinken? Ja, Wasser. Wasser möchtest du gerne? Ich nehme eine Apfelschorle. Was nimmst du? Ein Bier. Sehr gut. Cornelia, du? Ich nehme auch eine Apfelschorle. Apfelschorle, groß? Ja. Gut. Sehr gut. Also, dann glaube ich, können wir uns freuen auf eine... Ist fertig. Ich wollte gerade sagen, wow, das ist mal ein schöner Teller. Nein, ich mag sowas. Weißt du, warum ich sowas mag? Weil es erstens farblich, das gefällt mir total. Weißt du warum? Weil Afrika, warst du mal in Afrika? Ja. Ja, sonst könnte ich das nicht kochen. Ja, Afrika, ja. Afrika ist ja... Das aus dem schwindeligen Schneebesen. Was sagt er? Zur rostigen Tierklinke. Arbeitest du im Gasthaus zum schwindeligen Schneebesen? Ich war mal in Afrika, da hieß ein Restaurant. Alfons, bitte Publikumsbeschimpfungen erst nach 0 Uhr. Ja? Wahnsinn. Ah, guck mal. So, wir brauchen die jetzt mal alle hier, ne, Lea? Cornelia? Kami! Wir können essen. Ali, kommst du auch zu uns? Ich rufe aus dem Busch. Komm, Conny. Das sieht ja toll aus. Dass du so, Andreas, so, dass du so unglaublich entspannt wirkst, liegt an der Tatsache, dass du dieses Schweizer Grundtemperament hast, oder bist du einfach so ein entspannter Deswegen Mensch? Deswegen nur so. Also der Alfons macht mich schon ein bisschen nervös da. Setz dich unter Druck, ne? Schon die letzte Nacht habe ich gedacht, hoffentlich wenn ich einen Drehrücken mache, dann wird es schwierig. Ja, das ist natürlich eigentlich seine Paradedisziplin. Ja. Aber sag mal, 3 Sterne in dem Alter, das muss man erst mal hinkriegen. Mit 33, hast du das wirklich angepeilt, dieses Ziel, oder waren die plötzlich da? Die waren plötzlich da, ja. Ja? Ja, ich habe einfach mit 4 Angestellten begonnen und habe einfach Freude gehabt am Kochen. Und das kam einfach nach und nach. Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Wo hast du gelernt? Wo kann man auf diesem Niveau so kochen lernen? Ja, da muss man... Also in der Region gab es eigentlich damals nichts. Ich habe eine Ausbildung gemacht und danach bin ich nach Vancouver. Ich war dann auch in Deutschland ein Jahr lang. Vancouver, feine Küche, ne? Ja, da ging es eher um andere Sachen. Da habe ich andere Sachen gelernt, also nicht das Kochen. Ah, verstehe. Was hast du? Ich sehe dann ein anderes Mal. Aber sonst... Gerade da an der Westküste, an der kanadischen, da sind ja viele asiatische Einflüsse und so weiter. Das ist sehr interessant dort. Das ist super interessant, ja. Und was war sonst noch so interessant da? Ja, vieles. Die Sprache. Die Sprache. Die Wellen, das Meer. Also. Die Sprache, die Wellen, das Meer. Wir kriegen ihn heute noch so weit, Alfons. Irgendwann finden wir raus, was da wirklich passiert ist. Und vor allen Dingen werden wir Namen hören. Wir wollen ja wissen, wie sie heißt. Okay. Ja. Jawohl. Okay. Wir sind heute nicht bei Lanz talkt, wir sind bei Lanz kocht. Ja. Ja. Ich weiß. Aber das ist natürlich schon von einem gewissen Interesse. Weißt du, wir möchten auch unsere Köche privat ein bisschen näher kennenlernen, Andreas. Das ist uns immer wichtig, damit wir einfach wissen, mit wem wir zu tun haben. Das ist Ali, ist auch so ein Gemütsmensch, der muss das auch immer für sich auch einfach gerade ziehen. Nein, Spaß beiseite. Freue mich sehr darauf, gleich mal dann von deinem Essen zu kosten. Ist das, letzte Frage, ein großer Druck, wenn man weiß, man hat jetzt diese 3 Sterne? Und dann ist doch der Ehrgeiz zu sagen, die halte ich jetzt auch irgendwie. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn man so weit kommt, braucht man auch gute Leute um sich rum. Also ich habe jetzt ein gewisses... Hier sehen wir dich einmal in deiner Küche. Okay. Ja. Ja.
Okay. Wie viele Leute hast du da? In der Küche sind wir jetzt zu 8. Und im ganzen Betrieb habe ich mittlerweile 28 Angestellte. Okay. Begonnen habe ich mit 3. Waren mit 4. Und ist es so, dass auch du ähnlich wie Alfons zu motivatorischen Zwecken Mitarbeitern gerne mal sagst, magst du watschen oder machst du das anders? Ich habe das Glück, dass mittlerweile, das war nicht von Anfang an so, also ich habe das auch irgendwie erarbeiten müssen, aber jetzt merke ich, die Leute wollen unbedingt zu mir kommen und, ja, und daher Motivation. Herrlich. Ich sehe immer da fehlt an nichts. Also, wir sind sehr gespannt. Ich halte dich die ganze Zeit vom Kochen ab. Andreas, ja, herzlichen Dank. Danke. Alfons, wir reden gleich noch mal in Ruhe weiter. Was richtest du da gerade an? Ein schönes tasmanischer Pfeffer. Tasmanischer Pfeffer. Und das ist Muri River Salz. Das ist also von dem Muri River. Das ist auch sehr schön, Ali. Kommen wir doch jetzt gerade im richtigen Moment, ne? Ja. Der uns etwas macht, das es in sich hat, das ist ja dann, welches Thema ist? Asien, ne? Natürlich. Asien, Sashimi richtig. Vom Wagyu Beef mit Auberginen-Miso-Püree, konfiertem Eigelb und Ponzu-Soße. Das, Ponzu-Soße ist super, ne? Magst du das, ja? Oh, das freut mich, dass du das kennst, oh, ne? Ja. Das kennt nicht jeder. Ich liebe Ponzu-Soße ist sensationell. Ja, also genau. So, was möchtest du wissen? Wie du es machst und was Ponzu-Soße ist zunächst mal. Also, Ponzu-Soße ist eine japanische Soße auf Basis von Soja. Ne? Genau. Soja habe ich hier. Dann gebe ich hier etwas Limettensaft dazu. Ja. Soja, Limettensaft. Wir nehmen hier Limettensaft. In Japan nehmen sie Yuzu. Yuzu ist deren Zitrone. Ne? Genau. Dann kommt ein bisschen Mirin rein. Mirin, das Mirin, ist so ein Reis. Reiswein. Ne? Genau, Reiswein. Mhm. Da kommt ein bisschen Pflaumen rein. Wein, ja, rein. Pflaumenwein wegen der Süße. Mhm. Ne? So, und dann ist es wichtig, dass dann noch die Bonito-Flocken habe ich hier. Bonito-Flocken tun die Japaner rein. Wow. Oh. Ja, lecker, ne? Ja. Danke, ja, nett. Aber, nein, geschmacklich, aber extrem, ne? Ja, ja klar. Ich sag, oh. Das ist ja auch nur zum Dippen gedacht, weiß, dann später. Weiß, ne? weiß. Und bei der Ponzu-Soße ist, was auch ganz wichtig ist, Bonito-Flocken, das sind hier genau, so Bonito-Flocken. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Ja. Kennst du die? Du die, du. Ja, ich Wahnsinn. Ich mag die japanische Küche sehr gerne. Ja, ach so, deswegen, okay. Ja. Genau, dann gibt's ich bin auch einer, der morgens zum Frühstück so einen Liter Miso-Suppe kann ich wegziehen. Ja? Ja. Soll ich dir eine machen? Ich habe Miso-Paste. Ja, gerne. Machst du mir eine Miso-Suppe? Machst du auch unserem Publikum eine Miso-Suppe? Kann ich eine machen, ja. Ja? Allerdings dann freuen die sich. Machen ja. wir. So, jetzt habe ich die also, Sojasauce, ganzen Limettensaft und so weiter, gibst du rein. Bonito-Flocken kommen rein, kochst einmal auf. Normalerweise musst du die über 14 Tage ziehen lassen. Je länger, desto besser. 14 Tage. Normalerweise, ja. Wenn du sagst, du hast es eilig, du willst es schnell machen. Ja, eilig nicht, aber 14 Tage haben wir sich Zeit. Ja, ich schaffe das auch. In einer kurzen Zeit schaffe ich es auch. Kein Problem. Ja. So, das ist die eine Sache. Wirklich 14 Tage? Je länger, desto besser. Wirklich. Ja, wenn ich dir sage. Die stellst du glaub mir doch mal. Nein, ich glaub du kannst doch mal an Türken glauben, so ist es nicht. Sehr schön. Solange du mir nicht wieder dieses extrem günstige Teppichangebot machst, ist alles in Ordnung. Teppiche sind heute aus. Sämtliche sind heute aus, ja, stimmt. Die sind alle bei Dirk Niebel zu Hause. Genau. So, ja. Dann habe ich hier. Oh, auch ein bisschen. Guck mal. So, also, Wagyu, weißt du, was Wagyu ist? Wagyu heißt eigentlich auf Japanisch, also übersetzt auf japanisches Rind heißt das, ne? Ja. Das ist hier das Wagyu Beef. Das ist ja spektakulär. Ja, und das hier ist. Wagyu heißt Rind. Stell das mal japanisches vor. Rind, ja, ist ja, so. Ja. Und das ist das. Ich muss ja erklären. Das ist das. Ich zeige dir mal den Unterschied. Ich darauf achtet, dass die Erbsen sich einbacken in den Tatboden, ja, damit man sie danach wieder rauskratzen kann. Mhm. Dann habe ich diese fantastisch, wirklich aber gut schmeckende. Der würde was sagen dazu. Wenn du den Teig zuerst backen würdest für 10 Minuten, rausnehmen und dann die Erbsen draufgeben würdest, dann wollen die Erbsen nicht mehr in den Teig rein. Ja, siehst du? Oder ein Backpapier dazwischen. Ja. Nee, aber das ist genau das, was doch der Zuschauer sich wünscht, dass es jetzt Tipps gibt von meinen Kollegen. Wie man es besser machen könnte. Ganz genau. Na, damit es zu Hause nicht mehr schief geht. Ich habe jetzt tatsächlich diese fantastische Limettencreme zusammengerührt, habe sie wie eine Creme Brûlée im Ofen stocken lassen. Man sieht es hier, die ist perfekt gestockt. Ja. Leider ist diese Baiser-Masse, die jetzt oben drauf sein sollte, und weiß grilliert. Ja, eigentlich weiß es ja keiner, dass die drauf sein sollte. Ja, Cornelia, pass mal auf, das ist eine Premiere jetzt in diesem Moment, in dieser Sendung. Wir haben uns, glaube ich, noch nie vor dem eigentlichen Essen so lange für das Essen entschuldigt. Noch nie. Wirklich noch nie. Kann das sein? Es ist ja nicht entschuldigt, es wurde nur erklärt. Aber wir haben es erklärt, ja, richtig. Okay.
Also ich würde, wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich dir einfach Zeit geben, dass sie ein bisschen fester werden würde. Dann hätte ich meine Baiser-Masse, würde das einfach nur einmal grillieren lassen und alle würden sagen, wow. Wow. Wer Lust hat, kann in 2 Stunden wieder einschalten, dann ist auch diese Limettentarte fertig. Ja. Und das sollte ja mal das ganz, ganz leckere Mascarpone-Honig-Eis werden. Das ist jetzt eher so ein Milchshake. Ja, also das ist jetzt einfach die Soße geworden. Das hatte ich auch erst so. Man einfach den Charakter einer Live-Sendung. Wenn der Strom nicht da ist, kann man aller Minuten nicht herzaubern. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, ihr könnt es probieren, es schmeckt trotzdem. Wie, was das jetzt? Ja, wir wollen also, probieren. Ja, und ich kann jetzt leider die Tat nicht aufschneiden, weil die dann nämlich auseinanderläuft. Ja, das ist richtig. Die haut uns ab. Der olympische Gedanke zählt. Ja, natürlich. Dabei sein ist alles. Ja, ja. Natürlich. Ja? Wobei, nein, es ist auch nicht schlimm. Wobei ich sagen muss, Alfons, es wäre schon lustig, das hier aufzumachen und einmal eine Tat auf der Flucht zu sehen. Das hätte was. Aber das ist praktisch olympisch gesehen der Vorlauf. Ja. Das ist jetzt sozusagen, okay. Gut. Sag mal, und was ist eigentlich, Cornelia, jetzt nur Frage am Rande. Du musst mir sie jetzt abnehmen. Cornelia, was ist aus den Pinienkernen geworden? Die Pinienkerne, die wollte ich eigentlich noch anrösten und habe es dann auch vergessen. Aber wo sollten die hin ursprünglich? Ach so, die Pinienkerne sollten geröstet in das Mascarpone-Eis. Ach so, ich glaube, die sollten sie doch nicht schneiden. Nein, wir essen jetzt da drauf. Komm jetzt, löffel mal raus jetzt. Ja, weiß ich, ich dachte, ist vielleicht frisch. Ja, aber ich habe noch... Ah, guck mal. So, wir brauchen die jetzt mal alle hier, ne, Lea? Cornelia? Wir können essen. Ali, kommst du auch zu uns? Ich guck aus dem Busch. Komm, können. Das sieht ja toll aus. Alfons, kommst du bitte zu uns? Andreas, brauchst du Hilfe? Ist alles okay? Ich brauch den Alfons nachher, ja. Ja? Kannst du aber einen Moment das alleine lassen? Oder? Ja, das lassen wir. Ja. Weil wir müssen einmal schnell kosten. Wir haben wirklich wenig Besteck heute hier, Mensch. Warte, wir brauchen Gabeln, oder, Lea? Gabel, Löffel, da kann man mit allem ist ran. Ist egal, ne? Ja. Eigentlich in Afrika mit der Hand, ne? Genau. Ja. Eigentlich mit der Hand. Fladenbrot musst du dazu geben, ja? Ja. Fladenbrot und dann, ne? Mit Finger, zack. Ja. Also, das Fladenbrot war alle Gabel. Um diese Zeit. Für dich, Andreas, Gabel, bitte schön. Da kann ich auch Ali, also da liegen ja lauter Gabel. Das hier ist typisch, wenn man so zu einer Party geht und das mit, wo der Alfons gegrillt hat, dann sagt jeder, bringt was mit, dann bringe ich das hier mit. Ja, das ist super. Aber mir gefällt dieser Olympiaparty kann man das mitnehmen. Ja, mir gefällt dieser Teller, weil das ist so richtig Afrika. Afrika ist total bunt und immer was los und immer brennt der Baum. Das ist super. Ja. Afrika ist speziell, ehrlich gesagt, das Afrika südlich der Sahara. So das richtige schwarze Afrika. Warst du da mal? Ich mache ja. Ich unterstütze da Kinder in Kenia. Ah, okay. Mit der Schwester von, also mit der Auma Obama. Ach ja? Ja, und das machen wir sehr gut. Und ich lerne die Kekse backen. Und damit die ihren Unterhalt selbst mal erarbeiten können. Bestreiten können. Denn das ist für mich das Richtige. Ja, sehr gut. Ja. Ali, hast du schon probiert? Nein, ich komme sofort zu euch. Andreas hat probiert. Sehr lecker. Was sagst du? Sehr lecker. Erklär mal, warum. Afrika ruft. Afrika ruft. Was ist daran so lecker? Ich hoffe, die Kombination mit dem Knoblauch vor allem. Der kommt jetzt schön raus. Ja, ne? Ja. Ich hab's befürchtet. Das Partyessen. Alfons hat probiert. Passt zum Grill. Sehr gut. Ja, passt super. Alfons, zu deiner schönen Strauß. Isst man das eigentlich jetzt so zusammen mit dem... Ja, das Brot hält, aber man darf das auch so essen. Und das ist handgemacht, denn, weißt du, das macht ein bisschen Radau. Das darf man um diese Zeit, darf man nicht alle Leute stören. Ja. Also, mit dem Radau. Das ist jetzt praktisch eine Weiterentwicklung dieses Salates. Weil normalerweise sind keine Früchte dabei, normalerweise ist Tomate, sehr viel Petersilie dabei. Und dann eben diese Kichererbsen, das Kichererbsenmus, das ja sagen wir, in Istanbul ein bisschen anders gemacht wird, wie es in Marokko dann gemacht wird. Das eine ist ein bisschen mehr kreuzkümmellastig, das andere ein bisschen weniger. Das eine wird mit Arganöl gemacht, das andere wird mit Olivenöl gemacht. Also das kann man dann sehen, wie man will. Aber wenn man richtig Hunger hat und hat jetzt dort 10 Leute am Tisch, das ist eine wunderschöne Vorspeise. Ja. Kompliment. Merci. Cornelia, was sagst du? Aber wenn du jetzt das würzt und lässt es eine Stunde stehen, hast du hier eine Wasserlake, weil Salz zieht die Flüssigkeit raus. Genau. Ja? Aber sag mal, jetzt Frage auch an euch alle hier in der Runde. Wie grillt ihr, wenn ihr jetzt mal mit Freunden einen entspannten Sonntagnachmittag macht, wie grillt ihr Fleisch?
Weil jeder macht es, glaube ich, anders. Wie macht ihr das, Ali? Also ich tue zum Beispiel Fleisch überhaupt gar nicht marinieren. Manche tun marinieren, ich mache das nicht. Ich will eigentlich, dass das Fleisch nach seinem eigenen Geschmack beibehält. Ich tue nur ganz kurz einölen. Ne? Und dann was nimmst du da? Olivenöl? Kannst du mal Olivenöl, kannst du Pflanzenöl nehmen oder so ein Maiskeimöl nehmen. Ganz kurz einpinseln am besten und dann auf die Grillfläche legen, fertig. Ich bin nicht so der Freund, der von viel irgendwie über 2-3 Tage marinieren und dann nochmal. Okay. Aber wie schaffst du das, dass es so schön saftig bleibt und so weiter? Es gibt auch immer die Leute, die immer noch behaupten, Fleisch hat ja Poren und dann fließt der Saft daraus. Fett hat Poren, aber Fleisch nicht. Fleisch hat eben keine Poren. Aber wie hältst du es schön saftig? Ja, indem du, also beim Grill ist es so, musst du eigentlich einmal eine heiße Fläche haben und einmal eine Fläche haben, wo du es ruhen lässt. Also die Holzkohle oder Grillkohle sozusagen einmal nach links und da scharf anbraten. Kann das auch mein Grill von der Tanke, mit dem ich da... Mit was grillst du? Elektro nein, mit dem Grill von der Tanke grill ich. Ich schaffe es gerne auch nicht, wenn du es kannst. Übrigens sehr gerne mit deinen türkischen Landsleuten in Köln. Ja. In Köln, ne? Das im macht Park einen Riesenspaß. Ja. Hatte ich neulich ein schönes Erlebnis. Da kam das Ordnungsamt. Da war nämlich Grillen verboten. Und ein türkischer Kollege, Ali, ich muss dir die Geschichte erzählen, sieht die kommen, macht sofort den Grill aus, aber die Würstchen und alles lagen da schon und waren auch sehr heiß. Und der Ordnungsamtsmensch geht hin und sagt, haben Sie hier gegrillt? Nein, ich habe hier nicht gegrillt. Fasst das Würstchen an und sagt, es ist aber noch heiß. Sagt er, die Sonne ist heute sehr warm. Das ist wirklich wahr. Herrliche Geschichte. Grüß dich. War dabei. Er hat am Ende auf jeden Fall keine Strafe bezahlt. Aber gut gekonnt. Ja, sensationell. Ja, Markus, so gelacht. Ich gebe hier so viel Fett in die Pfanne, dass wenn du es umdrehst, dass fast nichts rauskommt. Okay. Und je mehr Fett du in der Pfanne gibst, umso weniger schön wird der Bratgeschmack. Ja. Weil nur bei ganz wenig Fett. Okay. Und wenn du es auf den Grill legst, hast du ja gar kein Fett. Ja, eben. Ja. Und wie gesagt, man könnte es jetzt salzen, dann kannst du ein bisschen Salz drüber geben, normales Salz. Hast aber du schon die Hitze jetzt, die du brauchst? Wenn du jetzt mit der Hand drüber langst, dann lange mit drüber. Lange mit drüber, so auf 10 cm. Und jetzt hast du das Gefühl, nach 5 Sekunden, jetzt wird es doch ganz schön warm. Jetzt gehen wir ein bisschen rauf. Okay. Pfeift aber ein bisschen da. Ja, und dann geht's los. Und dann lege ich es rein, mache es auf beiden Seiten und gebe es dann bei 120, je nachdem, wie viel Zeit das man hat. In den Ofen. Und wie lange brätst du? Und dreht es alle 5 Minuten um, damit die Flüssigkeit immer gleich sich verteilt. Und wie lange brätst du es an? Ja, bis es einfach schön braun ist. So Minute. Minute, zack, zack. Insgesamt. Okay. Ja gut, das muss man ja einmal wissen. Also. Wichtiger kleiner Grundkurs in Sachen Grillen. Andreas, zu dir kommen wir gleich und wir begrüßen zunächst mal mit einem donnernden Applaus die Sonnenblume aus Luxemburg. Lea Linster, schön, dass du bei uns bist, Lea. Pfanne anbraten, ja. Ringsherum und dann kommt sie in den Ofen für 6 Minuten und dann lassen wir es noch ein bisschen abstehen und dann ist es eigentlich, sollte es dann medium gegart sein. Dann ist alles durch. Ofen 6 Minuten, aber dann richtig. Ja, ich nehme es gerade direkt aus der Pfanne in den Ofen, dann geht der Prozess ein bisschen schneller. Ich verstehe. Okay. Dazu gibt es ein Selleriepüree, das kocht jetzt da hinten im Salzwasser. Ja. Das kochen wir ganz weich auf und dann tun wir es nachher mit Butter aufmixen. Mhm. Da kommt ziemlich viel Butter rein. Normalerweise kochen wir eher leicht zu Hause, bei gewissen Soßen und Pürees, da braucht es einfach viel Fett, viel Geschmacksträger. Ja. Und dann haben wir Aprikosen dazu. Ja. Tun wir frische Aprikosen nehmen und wir nehmen auch ein Dürraprikosenpüree. Also ich mache dann gerade Geschmack, damit es intensiver wird. Das passt dann sehr gut zum Speck und zum Reh und auch zum Gewürzbrot, was ich nachher mache. Wahnsinn. Und dass du so, Andreas, so, dass du so unglaublich entspannt wirkst, liegt an der Tatsache, dass du dieses Schweizer Grundtemperament hast oder bist du einfach so ein entspannter Mensch? Das liegt nur so. Also der Alfons macht mich schon ein bisschen nervös da. Setzt dich unter Druck, ne? Schon die letzte Nacht habe ich gedacht, hoffentlich wenn ich deine Rehrücken mache, dann wird es schwierig. Ja, das ist natürlich eigentlich seine Paradedisziplin. Ja. Aber sag mal, 3 Sterne in dem Alter, das muss man erst mal hinkriegen. Mit 33. Hast du das wirklich angepeilt, dieses Ziel, oder waren die plötzlich da? Die waren plötzlich da, ja. Ja? Ja, ich habe einfach mit 4 Angestellten begonnen und habe einfach Freude gehabt am Kochen. Und das kam einfach nach und nach. Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Wo hast du gelernt? Wo kann man auf diesem Niveau so kochen lernen? Ja, da muss man... Also in der Region gab es eigentlich damals nichts. Ich habe eine Ausbildung gemacht und danach bin ich nach Vancouver. Ich war dann auch in Deutschland ein Jahr lang. Vancouver, feine Küche, ne? Ja, da ging es eher um andere Sachen. Da habe ich andere Sachen gelernt, also nicht das Kochen. Ah, verstehe. Was hast du? Ich sehe dann ein anderes Mal. Aber sonst... Gerade da an der Westküste, an der kanadischen, da sind ja viele asiatische Einflüsse und so weiter. Das ist sehr interessant dort. Das ist super interessant, ja. Ja. Und was war sonst noch so interessant da? Ja, vieles. Die Sprache. Die Sprache. Die Wellen, das Meer. Also die Sprache, die Wellen, das Meer. Wir kriegen ihn heute noch so weit, Alfons. Irgendwann finden wir raus, was da wirklich passiert ist. Und vor allen Dingen werden wir Namen hören.
Wir wollen ja wissen, wie sie heißt. Okay. Ja. Jawohl. Okay. Wir sind heute nicht bei Lanz talkt, wir sind bei Lanz kocht. Ja. Ja. Ich weiß. Das ist natürlich schon von einem gewissen Interesse. Weißt du, wir möchten auch unsere Köche privat ein bisschen näher kennenlernen, Andreas. Das ist uns immer wichtig, damit wir einfach wissen, mit wem wir zu tun haben. Das ist Ali, ist auch so ein Gemütsmensch, der muss das auch immer für sich auch einfach gerade ziehen. Nein, Spaß beiseite. Freue mich sehr darauf, gleich mal dann von deinem Essen zu kosten. Ist das, letzte Frage, ein großer Druck, wenn man weiß, man hat jetzt diese 3 Sterne? Und dann ist doch der Ehrgeiz zu sagen, die halte ich jetzt auch irgendwie. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn man so weit kommt, braucht man auch gut. Jeder Bissen, den man isst, ist einfach fantastisch. Das ist Grand Cuisine. Und ich finde auch von der Portion her ist es richtig, denn der Koch, der ist auch verantwortlich für den Appetit, den man vorher mitbringt. Der muss ordentlich mit dem umgehen. Und wenn er den Gast zu schnell sättigt, dann will er kein Dessert mehr. Dann genau, dann ist das auch nicht mehr so schön. Und dann fühlt man sich nachher so voll. Ja. Aber das finde ich super, super schön. Und das ist auch schön leicht. Und ich mag hier eine kleine Croque Monsieur so gern. Was sagst du, Ali? Also bei mir werden die Gäste nicht satt, bei mir überleben sie nur. Ne? So ist es nicht. Also ganz ehrlich gesagt, es ist, die Kombination ist super. Es ist, die Präsentation ist super. Es harmoniert alles miteinander. Die Aprikose passt sehr gut zum Wild. Auch hier mit dem Sellerie ist ein Klassiker hier. Mit dem Toastbrot, mit dem Gewürzbrot, alles perfekt durchdacht, sehr gut gemacht. Genial. Andreas, herzlichen Dank. Geschwitzt habe ich auch wieder mal. Ja, ne? Endlich mal wieder. Endlich mal wieder, ja. Endlich mal wieder geschwitzt. Ich finde, Andreas, das war ein sehr gelungener Einstand hier. Dankeschön. Hast du absolut toll gemacht. Vielleicht können wir... Ich bin nass. Danke dir. Danke. So. So, Cornelia. Und jetzt freuen wir uns natürlich auf den Höhepunkt des Tages. Ja. Weil das ist ja immer, also das ist ja genau das, was den Gästen in Erinnerung bleibt. Ja. Das Dessert. Ne? Absolut. Und wenn dann am Ende Cornelia wieder da steht und sagt, es gibt Eis, Baby, freuen wir uns natürlich. Ich will auch gar nicht großartig ein Geheimnis draus machen. Ich hole sie mal aus dem Kühlschrank, diese wunderbare Limetten. Tat. Ja. Also sagen wir mal so, es, Cornelia, pass auf, psychologisch, ne, ist, was du da gerade machst, echt nicht so vorteilhaft, wenn der Koch... Guck mal, das ist einer von den olympischen Ringen. Mach das nicht. Schau mal, das Ding löst sich auf, weil es nämlich so fluffig ist, das ist ja das Geheimnis. Verstehst du? Ja. Oder? Also, sagen wir mal so, wenn man bei Olympia irgendwie mal so eine Medaille nach Hause nehmen möchte, ja, dann kann man nicht einmal Hallo sagen, winken und sich da auf das Treppchen stellen. Nee. In Etappen geht es. Richtig. Na, genauso ist es, ich könnte jetzt das perfekte Dessert servieren, aber wir wollen ja wirklich auch eine realistische Sendung machen. Absolut, ja? Das ist richtig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt mal ganz langsam, Step by Step. Ja. Na, ich habe gesagt, wie toll das mit dem Tartboden gelungen ist am Anfang. Absolut, das war super. Ne? Da waren wir auch sehr dankbar, weil es war sehr erkenntnisreich einfach. Also ganz, ganz wichtig für zu Hause, dass man wirklich darauf achtet, dass die Erbsen sich einbacken in den Tartboden, damit man sie danach wieder rauskratzen kann. Mhm. Dann habe ich diese fantastischen Soßen, sind super, super. Also wenn einer von Ihnen mal bei iPhones zum Grillen eingeladen wird, dann kann er nur glücklich sein. Bedenkenlos zusagen. Nee, die Soßen sind echt spitze. Super. Auch aber hier mit dem Avocado, ne? Avocado ist also so Cornflakes-Mantel, ne? Ich habe ganz vergessen zu sagen, ich habe Avocado-Spalten genommen, ein bisschen Midi-Pain, also Semmelbrösel, und habe dann, die kennen Sie alle, diese Cornflakes ein bisschen gecrasht. Und das, da ein bisschen ein Curry drunter, ein bisschen Salz, keinen Chili, weil der verbrennt. Und dann einfach kurz anbraten, rausbraten. Dann sind diese etwas weichen Avocados, werden dann ein bisschen fröhlicher, ein bisschen lustiger, ein bisschen charmanter. Ich kenne dich von meiner Lehrzeit, du. Schnitzel damit gemacht, Schnitzel im Komplexmantel. Wirklich, ja. Wir haben so eine Currysoße dazu, Reis, bombastisch, super gelaufen. Ja, glaube ich. So, Alfons, herzlichen Dank für ein tolles Essen. Und wir freuen uns jetzt auf das Essen von Andreas Caminada, der uns gemacht hat einen Rehrücken im Speckmantel mit Selleriepüree und Gewürzbrot. Und das Ganze... Auf 3-Sterne-Niveau, Andreas. Nee, ich will den Druck mal so ein bisschen aufbauen. Ja, das ist gut, das ist gut. Gut, das haben wir schon da gehabt, also muss ich sagen. 3-Sterne-Niveau, ne? Ich würde sagen.
ohne drüber nachzudenken. So, Andreas, aber jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Alles Rumgeschleime hilft jetzt auch nichts mehr. Jetzt muss einfach... Jetzt muss ich ran. Jetzt musst du ran. Ich schwitze schon, weil das Fleisch, es fühlt sich ein bisschen nach zu durch an. Aber ich glaube, es sollte noch passen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Es sollte okay sein. Also Speck angebraten, kurz in den Ofen rein. Ja, es ist okay. Oh, Glück gehabt. Oh. Jetzt habe ich wirklich geschwitzt. Ja. Weil war wirklich, normalerweise sind sie ein bisschen weicher. Ja. Jetzt habe ich gedacht, er war zu lange drin. Haben wir hier einen D-Rücken? Können wir mal Ali in Großaufnahme einfangen? Er schaut mit großen Augen darauf, was da passiert. Also keine orientalischen Gewürze dabei, sondern wirklich sind bei Europa geblieben mit dem Gewürzbrot, das sind eigentlich Toastscheiben mit Marmelade. Man kann es auch im Herbst machen mit Dürre. Aprikose, Dürre, ist jetzt Birne. So? Das ist so fertig. Jetzt kommt noch die Soße drauf. Es ist eine sehr übersichtliche Portion einfach. Sehr, oder? Ah, wirklich? Reicht gerne halt, ne? Ja. Was kostet eigentlich? Komm, lass uns schnell essen. Wir sind durch, ne? Ja, wir sind durch. Noch die Soße drauf und dann passt's. Okay. Habt ihr alles schon Besteck? Nein. Soße müssen wir jetzt noch mal passieren. Ja. Aber ich kann auch mit den Händen essen, das ist ja so... So klein? Nee. Meine so Fingerfood? Komm. Ich hab da noch mehr, ich mach nachher noch nach. Ja, klar. Für 30 Euro. Ja, natürlich. Was? Nee, so wenig. Das kostet mehr. Kostet mehr als 30 Euro. In so einem Restaurant sind die Preise schon hoch. Aber ja, wenn man sieht, was alles für einen Aufwand dahinter steckt, das sind ja nicht nur... Was kostet bei dir ein gutes Menü, wenn ich jetzt da hingehen will und habe jetzt mal, sagen wir mal, mir fest vorgenommen, auch satt zu werden? Man wird bei uns satt. Einfach nur Spaß. Also das ist ja so, also ein gekauchten Speck aufgeschnitten, jetzt mit leichter Farce bestrichen. Jetzt wird das hier eingepackt, das schützt nachher auch ein bisschen das Fleisch. Die Farce ist in deinem Fall was? Ist genau? Eine Pulebrust, aufgeköttert mit Sahne. Und das gibt eine ganz feine Farce und die kann man dann bestreichen. Und das ist eigentlich der Kleber dann zwischen Rehrücken und Speck. Okay, so. Das hält das Ganze zusammen? Genau. Okay. Jetzt rollen wir das straff auf und dann wird das noch ein bisschen kühl gestellt und danach tun wir es kurz in der Pfanne anbraten, ringsherum, und dann kommt es in den Ofen für 6 Minuten. Und dann lassen wir es noch ein bisschen abstehen und dann ist es eigentlich, sollte es dann medium gegart sein. Dann ist alles durch. Ofen 6 Minuten, aber dann richtig... Ja, wir nehmen es gerade direkt aus der Pfanne in den Ofen, dann geht der Prozess ein bisschen schneller. Ich verstehe. Okay. Dazu gibt es ein Selleriepüree, das kocht jetzt da hinten im Salzwasser. Ja. Das kochen wir ganz weich auf und dann tun wir es nachher mit Butter aufmixen. Mhm. Da kommt ziemlich viel Butter rein. Normalerweise kochen wir eher leicht zu Hause, bei gewissen Soßen und Pürees, da braucht es einfach viel Fett, viel Geschmacksträger. Ja. Und dann haben wir Aprikosen dazu. Ja. Tun wir frische Aprikosen nehmen und wir nehmen auch ein Dürraprikosenpüree. Also ich mache dann gerade einen Kompott, damit es intensiver wird. Das passt dann sehr gut zum Speck und zum Reh und auch zum Gewürzbrot, was ich nachher mache. Wahnsinn. Und dass du so, Andreas, so, dass du so unglaublich entspannt wirkst, liegt an der Tatsache, dass du dieses Schweizer Grundtemperament hast, oder bist du einfach so ein entspannter Mensch? Das wirkt nur so. Also der Alfons macht mich schon ein bisschen nervös da. Setz dich unter Druck, ne? Schon die letzte Nacht habe ich gedacht, hoffentlich wenn ich einen Rehrücken mache, dann wird es schwierig. Ja, das ist natürlich eigentlich seine Paradedisziplin. Ja. Aber sag mal, 3 Sterne in dem Alter, das muss man erst mal hinkriegen. Mit 33, hast du das wirklich angepeilt, dieses Ziel, oder waren die plötzlich da? Die waren plötzlich da, ja. Ja? Ja, ich habe einfach mit 4 Angestellten begonnen und habe einfach Freude gehabt am Kochen. Und das kam einfach nach und nach. Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Wo hast du gelernt? Wo kann man auf diesem Niveau so kochen lernen? Ja, da muss man... Also in der Region gab es eigentlich damals nichts. Ich habe eine Ausbildung gemacht und danach bin ich nach Vancouver. Ich war dann auch in Deutschland ein Jahr lang. Vancouver, feine Küche, ne? Ja, da ging es eher um andere Sachen. Da habe ich andere Sachen gelernt, also nicht das Kochen. Ah, verstehe. Was hast du? Ich sehe dich dann ein anderes Mal. Aber sonst... Gerade da an der Westküste, an der kanadischen, da sind ja viele asiatische Einflüsse und so weiter. Das ist sehr interessant dort zu essen. Das ist interessant, ja. Ja. Und was war sonst noch so interessant da? Ja, vieles. Die Sprache. Die Sprache, die Wellen, das Meer. Also, die Sprache, die Wellen, das Meer. Wir kriegen ihn heute noch so weit, Alfons. Irgendwann finden wir raus, was da wirklich passiert ist. Und vor allen Dingen werden wir Namen hören. Wir wollen ja wissen, wie sie heißt. Okay. Ja. Jawohl. Okay. Wir sind heute nicht bei Lanz talkt, wir sind bei Lanz kocht. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Aber das ist natürlich schon von einem gewissen Interesse. Weißt du, wir möchten auch unsere Köche privat ein bisschen näher kennen. Frage am Rande. Ja, du musst mir sie jetzt abnehmen. Cornelia, was ist aus den Pinienkernen geworden? Die Pinienkerne
Die wollte ich eigentlich noch anrösten und habe es dann auch vergessen. Aber wo sollten die hin ursprünglich? Ach so, die Pinienkerne sollten geröstet in das Mascarpone-Eis. Ach so, also okay. Noch, ich glaube, die sollten sie doch nicht schneiden. Nein, wir essen jetzt. Wir essen jetzt da drauf. Komm jetzt, löffel mal raus ja, jetzt. Ja, ich wollte das, ich dachte, ich gleich jetzt. Ja, aber ich habe noch... Ich habe noch nie eine so gute warme Creme gegessen. Ja. Also Conny, der Rand ist auch knusprig, Conny. Ja, ja. Das hast du hingekriegt. Ganz ehrlich, geschmacklich ist das doch eine Eins. Ja, absolut, das ist super. Aber das habe ich. Weißt du, oh, Entschuldigung. Ist, den Kuchen konntest du in 50 Minuten nicht backen. Oder in der Stunde. Ich weiß auch nicht, warum ich das so überlegt habe. Weil ich mich einfach nicht auskenne mit amerikanischen Desserts. Und manchmal ist man auch nicht viel so besser, konzentriert. Schmeckt aber viel besser wie das Original. Schmeckt besser wie das Original. Super. Mhm. Also, Conny, ich fand, weißt du, wir haben nur einen Fehler gemacht. Das sollte man auch privat nicht machen, dass man vorher sagt, was es gibt. Wenn etwas nicht gelingt... sollte etwas nicht gelingen, dann taucht man es ein. Schau mal. Ja. Aber es schmeckt ja gut. Ist da wirklich eine Erbse drin? Also, das heißt doch falsch. Man sollte es umtaufen. Ja. Nein, ich muss auch, ich meine, das Schöne ist ja, wenn man das jetzt zu Hause nachkochen würde, nimmt man sich einfach ein bisschen mehr Zeit und man weiß, dass es schon mal schmeckt. Ja. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Total gut. Ja. Und heißt das geschmacklich ist es wirklich sehr gut. Mhm. Ja. Und der Teig ist sehr schön kross und mürbe. Ja. Ganz gut. Also man kann sich das alles gut vorstellen, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Es, Na warum denn? Bisher kannte man diesen Kuchen nur kalt. Das schmeckt warm genauso. Genau. Alfons, es ist doch eigentlich so, es ist eigentlich im Grunde genauso wie dein berühmter geeister Kaiserschmarrn. Der ist ja auch so entstanden, mehr aus Versehen. Der ist so entstanden, weil ich jeden Tag 300 oder 400 Kaiserschmarrn machen musste. Nämlich irgendwann backe ich den nicht mehr, weil du wirst hier mal jeden Tag 600 Salzburger Nockerl machen müssen. Ich bin fast verrückt worden. Und dann habe ich mir gedacht, so erfinde ich den geeisten Kaiserschmarrn. Und dann habe ich so kompliziert gedacht, ja, also muss ich jetzt was an und so weiter. Bis ich draufkomme, dann machst du jetzt eine Vanillecreme, leichte, so aufgeschlagen. Mhm. Du hast ein bisschen rum, ein bisschen Rosinen und Ding rein. So, jetzt war es angefroren. Jetzt war die Platte nicht angebraten. Ja, wie brat sie jetzt an? Dann habe ich Schokolade, ein bisschen mit Öl vermischt, habe sie drauf getupft und hat es auf einmal ausgeschaut wie angebraten, damit so gebrochen und schon war der geeiste Kaiserschmarrn fertig. Ja. Beim Hummus ist es so, dass der Araber spricht nicht Hummus, sondern Hummus aus. Und dann kommt auch ganz wichtig ist da die Tahin, das ist eine Sesampaste, ja, das ist ganz da wichtig. Die kommt genau, da rein. Die muss rein. So, und das ist das, was du hier erzeugst. Ich mache, wir haben hier keine Sesampaste, aber da habe ich mal einen Sesam schön geröstet und den mixen wir dann schön mit. Dann kriegt das einen extra Effekt. Ja, genau. Sesam, also immer nur geröstet Sesam, sonst hat das keinen Geschmack. Noch mal so einmal, kostet das mal, ja, ist nicht heiß. Ich hab's Sesam vorher. Ist super. Aber nur geröstet, denn sonst hat das sehr wenig Geschmack, gell? Ja, Sesam, ein Traum. Ja. Ganz. Und das ist sehr gesund für Männer, sage ich jetzt für mal Männer? So. Ja, ist das so? Ja, ich sag das mal so. Ja. Ja. Also, dann bedanken wir uns sehr herzlich. Ah, schau mal hier, können wir das einmal groß zeigen? Wie grillst du denn, Andreas, so ein Koch? Grillt man auf 3-Sterne-Niveau anders? Ja, auf Holzkohle grillen auf jeden Fall. Ja? Ja? Muss das sein? Es muss nicht, aber ich... Ich bin mittlerweile umgestiegen eigentlich. Ich grille lieber auf Elektro. Es ist einfach einfacher. Eigentlich nicht gesund, aber geschmacklich ist es unübertrefflich. Ja. Guck, für zu Hause ist ein Gasgrill bestimmt einfacher. Ja, ne? Ist auch heiß, dann ist er heiß. Ja. Im Holzkohle. Ja, und du hast die Hitze gleichmäßig und so wie du es brauchst. Ne? Aber zunächst mal Ali Güngermös, meine Damen und Herren, der uns zum Thema Olympia... Das ist auch sehr schön, Ali. Kommen wir doch jetzt gerade im richtigen Moment, ne? Ja. Der uns etwas macht, das es in sich hat. Das ist ja dann, welches Thema ist? Asien, ne? Natürlich. Asien, Sashimi vom Wagyu Beef mit Auberginen-Miso-Püree, konfiertem Eigelb und Ponzu-Soße. Das Ponzu-Soße ist super, ne? Magst du das, ja? Oh, ich das freut mich, dass du das kennst. Ne? Ja. Das kennt nicht jeder. Ich liebe Ponzu-Soße. Ponzu-Soße ist sensationell. Ja. Also, genau.
So, was möchtest du wissen? Wie du es machst und was Ponzu-Soße ist zunächst mal. Also, Ponzu-Soße ist eine japanische Soße auf Basis von Soja. Ne? Genau. Soja habe ich hier. Dann gebe ich hier etwas Limettensaft dazu. Ja. Soja, Limettensaft. Wir nehmen hier Limettensaft. In Japan nehmen sie Yuzu. Yuzu ist deren hier Zitrone. Ne? Genau. Dann kommt ein bisschen Mirin rein. Mirin, das ist so ein Reis. Reiswein. Ne? Genau, Reiswein. Da kommt ein bisschen Pflaumen rein, Wein ja. rein. Pflaumenwein wegen der Süße. Mhm. Ja? So, und dann ist es wichtig, dass dann noch die Bonito-Flocken habe ich hier. Bonito-Flocken tun die Japaner rein. Oh, oh, oh. Wow. Ja, lecker, ne? Ja. Danke, ja, ne, nett. Nein, geschmacklich, aber extrem, ne? Ja, ja klar. Also, oh. Das ist ja auch nur zum Dippen gedacht dann später, weiß, ne? Weiß. Und bei der Ponzu-Soße ist, was auch ganz wichtig ist, Bonito-Flocken, das sind hier genau, so Bonito-Flocken. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Ja. Kennst du die, du? Ja, ich Wahnsinn. Ich mag die japanische Küche sehr gerne. Ja, ach so, deswegen, okay. Ja. Genau, dann gibt's ich bin auch einer, der morgens zum Frühstück so einen Liter Miso-Suppe kann ich wegziehen. Ja? Ja. So, das ist, die Kombination ist super, das ist, die Präsentation ist super. Es harmoniert alles miteinander. Die Aprikose passt sehr gut zum Wild. Auch hier mit dem Sellerie ist ein Klassiker hier. Mit dem Toastbrot, mit dem Gewürzbrot. Alles perfekt durchdacht, ja. Sehr gut gemacht. Genial. Andreas, herzlichen Dank. Geschwitzt habe ich auch wieder mal. Ja, ne? Endlich mal wieder. Endlich mal wieder, ja. Endlich mal wieder geschwitzt. Ich finde, Andreas, das war ein sehr gelungener Einstand hier. Danke schön. Hast du absolut toll gemacht. Vielleicht können wir... Ich bin nass. Danke dir. Danke dir. So. So, Cornelia, und jetzt freuen wir uns natürlich auf den Höhepunkt des Tages. Ja, ja, ja. Weil, das ist ja immer, also das ist ja genau das, was den Gästen in Erinnerung bleibt. Ja. Das ist sehr. Ne? Absolut. Und wenn dann am Ende Cornelia wieder da steht und sagt, es gibt Eis, Baby, freuen wir uns natürlich. Ich will auch gar nicht großartig ein Geheimnis draus machen. Ich hole sie mal aus dem Kühlschrank, diese wunderbare Limetten-Tart. Ja. Also sagen wir mal so, es... Cornelia, pass auf, psychologisch, ne, ist, was du da gerade machst, echt nicht so vorteilhaft. Wenn der Koch... Guck mal, das ist einer von den olympischen Ringen. Nein, lasch. Mach das nicht. Warte. Schau mal, das Ding löst sich auf, weil es nämlich so fluffig ist. Das ist ja das Geheimnis. Verstehst du? Oder? Sagen wir mal so. Wenn man bei Olympia irgendwie mal so eine Medaille nach Hause nehmen möchte, ja. Dann kann man nicht einmal Hallo sagen, winken und sich da auf das Treppchen stellen. Nee. In Etappen geht es. Richtig. Na, genauso ist es, ich könnte jetzt das perfekte Dessert servieren, aber wir wollen ja wirklich auch eine realistische Sendung machen. Absolut, ja? Das ist richtig. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt mal ganz langsam, Step by Step. Ja. Na, ich habe gesagt, wie toll das mit dem Tartboden gelungen ist am Anfang. Absolut, das war super. Ne? Da waren wir auch sehr dankbar, weil das war sehr erkenntnisreich einfach. Also ganz, ganz wichtig für zu Hause, dass man wirklich darauf achtet, dass die Erbsen sich einbacken in den Tartboden, damit man sie danach wieder rauskratzen kann. Mhm. Dann habe ich diese fantastisch, wirklich gut schmeckende... Aber der würde was sagen dazu. Wenn du den Teig zuerst backen würdest für 10 Minuten, rausnehmen... und dann die Erbsen drauf geben würdest, dann wollen die Erbsen nicht mehr in den Teig rein. Ja, siehst du? Oder ein Backpapier dazwischen. Ja. Nee, aber das ist genau das, was doch der Zuschauer sich wünscht, dass es jetzt Tipps gibt von meinen Kollegen. Wie man es besser machen könnte. Ganz genau. Na, damit es zu Hause nicht mehr schief geht. Ich habe jetzt tatsächlich diese fantastische Limettencreme, warum ich das so überlegt habe. Weil ich mich einfach nicht auskenne mit amerikanischen Desserts. Und manchmal ist man auch nicht viel so besser, konzentriert. Schmeckt aber viel besser wie das Original. Super. Mhm. Also, Conny, ich fand, weißt du, wir haben nur einen Fehler gemacht. Das sollte man auch privat nicht machen, dass man vorher sagt, was es gibt. Wenn etwas nicht gelingt... sollte etwas nicht gelingen, dann taucht man es ein. Schau mal. Aber es schmeckt ja gut. Ist da wirklich eine Erbse drin? Also, das heißt nur falsch. Man sollte es umtaufen. Ja. Nein, ich meine, das Schöne ist ja, wenn man das jetzt zu Hause nachkochen würde, nimmt man sich einfach ein bisschen mehr Zeit und man weiß, dass es schon mal schmeckt. Ja. Das ist ja schon mal ein Ansatz. Total gut. Ja.
Und heißt das? Geschmacklich ist es wirklich sehr gut. Mhm. Und der Teig ist sehr schön kross und mürbe. Ja. Ganz mürbe. Also man kann sich das alles gut vorstellen, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Es, Na warum denn? Bisher kannte man diesen Kuchen nur kalt. Das schmeckt warm genauso. Genau. Alfons, es ist doch eigentlich so, es ist eigentlich im Grunde genauso wie dein berühmter geeister Kaiserschmarrn. Der ist ja auch so entstanden, mehr aus Versehen. Der ist so entstanden, weil ich jeden Tag 300 oder 400 Kaiserschmarrn machen musste. Nämlich irgendwann backe ich den nicht mehr, weil du wirst ja hier mal jeden Tag 600 Salzburger Nockerl machen müssen. Ich bin fast verrückt worden. Und dann habe ich mir gedacht, so erfinde ich den geeisten Kaiserschmarrn. Und dann habe ich so kompliziert gedacht, ja, also muss ich jetzt was an und so weiter. Bis ich draufkomme, dann machst du jetzt eine Vanillecreme, leichte, so aufgeschlagen. Mhm. Du hast ein bisschen rum, ein bisschen Rosinen und Ding rein. So, jetzt war es angefroren. Jetzt war die Platte nicht angebraten. Ja, wie brat sie jetzt an? Dann habe ich Schokolade, ein bisschen mit Öl vermischt, habe sie drauf getupft und hat es auf einmal ausgeschaut wie angebraten. Damit so gebrochen und schon war der geeiste Kaiserschmarrn fertig. Ja. Ein Traum. Also. Ein Traum, ne? Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Frauen, die sagen immer, es ist mir nicht wirklich gelungen. Und Männer sagen, ich habe was Neues erfunden. Ja. Ja. Das ist richtig, ja. Genau. Frauen neigen dazu, sich selbst zu kasteilen. Aber ich sag, Männer ich, sagen, das in einer kleinen Form ist. Ist super. Hm? Wenn das in einer kleinen Form ist und du servierst den Laubbaum, sensationell. Du meinst in so einer Form, ne? Ja, hier. So was, ja, perfekt. So Andreas? Schmacklich, sehr lecker. Genau. Man müsste die Sendezeit ein bisschen verlängern. Das käme mir auch ein bisschen zugute. Ja. Also, nein, sehr ein lecker. Traum. Man kann sich das gut vorstellen. Also Markus, es ist einfach zum Abschluss. Übrigens kostete 2,90 Euro das Handtuch hier. Ja. Das war hier, so sparen wir. Das war günstig, ja. Das war vorher 4,50 Euro. Ja. Das ist richtig. So, und was Baiser angeht, ein Baiser. Das ist wichtig, das mal zu erwähnen. Und wir... Und die Baiser